Voll. Aber ich glaube, ich Voll. bin mal gespannt, ob es zur Rückkopplung kommt, wenn man das hier parallel offen hat. Ich habe gerade den Ton auf YouTube ausgestellt. Genau. Also ich glaube, im Live-Internet sieht man uns. Ja. Ich bin gespannt, ob es zur Rückkopplung kommt. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, es ist besser, den Ton auszustellen auf YouTube, damit wir uns nicht doppelt hören. Es wäre eh zeitversetzt alles. Genau. Es ist bei mir auch so, also habe ich ihn auch ausgestellt. So, dann legen wir los, oder? Dann. Okay, Anna. Dann sage ich mal toi 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 für die nächsten 2 Stunden. Jakob, magst du die ersten Sätze sagen oder soll ich die ersten Sätze sagen? Ah, fang du gerne an. Okay. Dann sage ich jetzt mal ganz offiziell Hallo. Ich begrüße Sie und euch alle zur Eröffnungsveranstaltung der Menschenrechtswoche in Tübingen. Mein Name ist Anke Bruns und ich bin Journalistin und Moderatorin aus Köln. Und auf meinem Bildschirm unter mir, ich weiß nicht, ob ich über dir bin, ist Jakob Dauser. Hallo, guten Abend. Und Jakob macht was? Die Co-Moderation gemeinsam mit Anke. Und Jakob studiert in Tübingen. Genau, ich studiere Politikwissenschaft und allgemeine Rhetorik in Tübingen, bin seit 3 Jahren bei der Menschenrechtswoche und darf die heutige Eröffnungsveranstaltung mit moderieren. Und was machen wir heute? Wir wagen einen Blick in die Zukunft. Utopie 2021. Wie kann eine diskriminierungsfreie Gesellschaft in der Zukunft aussehen? Das ist ein großes und, wie ich finde, hochspannendes Thema. Und darüber sprechen wir mit, man sieht sie auch schon, Kerstin Kassner, Ben Salomon und Rainer Schmidt. Ich werde sie nachher noch ein bisschen mehr vorstellen. Was haben wir vor? Wir möchten hier auf dem Online-Podium über ihre eigenen persönlichen Erfahrungen, Hindernisse und Hürden auf dem Weg hin zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft, ich sage mal Klammer auf, oder einer Gesellschaft mit möglichst wenig Diskriminierung sprechen und was jede und jeder auch selbst dafür tun kann, diesem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Und wir sind sozusagen auf der Meeting-Plattform von Zoom, aber wer sich an der Diskussion beteiligen möchte, jetzt auch bei allen, die auf YouTube uns zuhören und zuschauen, kann das auf YouTube über den Chat tun. Julia Eisele, die hält den Chat sozusagen im Blick und wird immer wieder reintragen, was dort diskutiert wird. Wir waren eigentlich noch ein Teilnehmer auf dem Podium mehr, nämlich Karamba Diaby aus Halle, der Mitglied im Bundestag ist. Aber die Ergebnisse der Landtagswahl gestern in Sachsen-Anhalt, ich habe schon gedacht, na, ob der heute Zeit hat. Und so kam es dann auch. Er hat heute Nachmittag gesagt, er kann nicht, es finden Nachbesprechungen statt. Und er musste seine Teilnahme kurzfristig absagen. Ja, soweit ein allererster Aufschlag. Jakob möchte jetzt noch mal ein paar Sätze sagen. Was ist eigentlich die Menschenrechtswoche? Was passiert da? Was machen die da? Ja, ich freue mich sehr, Sie und euch alle zur Eröffnungsveranstaltung der diesjährigen Menschenrechtswoche begrüßen zu dürfen. Normalerweise würden wir jetzt im Audimax der Uni Tübingen sitzen. Leider ist es noch nicht möglich, aber gleichzeitig hat es uns natürlich auch ermöglicht, so fantastische DiskutantInnen für die Veranstaltung zu gewinnen. Nur kurz ein paar Worte zur Menschenrechtswoche. Die Menschenrechtswoche in Tübingen gibt es seit 2015. Wir veranstalten also schon die 7. Menschenrechtswoche. Und das Ziel war von Beginn an, verschiedene Initiativen, studentische und aber auch andere, zusammenzubringen. In Tübingen gibt es richtig viele Gruppen, die sich in der Richtung engagieren. Und so ergab es einfach immer ein tolles Event, wenn man diese Gruppen, diese Initiativen in einer Woche zu bündeln, wenn man sie untereinander connectet, sie vielleicht sogar Veranstaltungen gemeinsam abhalten können. Und so hat sich eigentlich jetzt eine Plattform aufgebaut, auf der sich Menschen aus vor allem aus Tübingen und Umgebung eben mit Themen mit Bezug zu den Menschenrechten auseinandersetzen. Wir setzen jedes Jahr einen unterschiedlichen Schwerpunkt. Letztes Jahr war das Digitalisierung, brauchen die Menschenrechte ein Update? Vor 2 Jahren war das Nachhaltigkeit und Menschenrechte. Und dieses Jahr ist unser Motto eben Diskriminierung, wenn Menschenrechte nicht mehr gelten.
Und an der Stelle noch ein paar kleine Hinweise. Wir haben uns entschieden, aus der Menschenrechtswoche 2 Wochen zu machen dieses Jahr, gerade dem Online-Format geschuldet. Das heißt, Sie erwarten jetzt bis zum 18. Juni jeden Tag eine, teilweise auch 2 Veranstaltungen, die zum allergrößten Teil dann online stattfinden. Da kann man sich auf mrw-tübingen.de durchs Programm klicken und ganz unkompliziert auf den einzelnen Seiten zu den Veranstaltungen anmelden. Man bekommt dann einfach eine E-Mail mit den Zoom-Koordinaten dazu. Genau, außerdem gibt es auf diesem Kanal, auf dem gerade der Stream läuft, noch einige Videos. Diese Videos oder die Personen in den Videos würden eigentlich im Rahmen der Live-Eröffnungsveranstaltung stattfinden. Die haben wir heute asynchron ausgelagert, die kann man sich aber auf jeden Fall danach noch anschauen. Das wäre zum einen ein Grußwort von Ruben Marlina. Der Ruben war letztes Jahr der Preisträger des Menschenrechtspreises der Menschenrechtswoche, den wir vergeben. Ruben ist Streetworker im Asylzentrum in Tübingen, genau, und hat uns da ein kleines Grußwort dargelassen, in dem er auf das letzte Jahr zurückblickt. Und außerdem gibt es die Vorstellungsvideos der diesjährigen Nominierten. Das wäre die Tübinger Sonntagsküche und Professor Dr. Jochen von Bernstorff. Und für diesen Preis kann man auch noch eine Woche lang abstimmen. Genau, auch auf der Homepage möglich. Soweit dazu. Anke wird uns nun unsere RednerInnen vorstellen und wir führen dann gemeinsam durch den Abend. Julia wird den Chat verfolgen, die Fragen aus dem Live-Chat bündeln und weitergeben. Und das ist auch jeweils nach den kleinen Abschnitten in der Diskussion möglich, dass wir so viel Interaktion hinkriegen wie möglich. Und ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Und ich freue mich, dass du dabei bist, Jakob. Dankeschön. Ja, wer sind wir? Wer ist unser Podium? Dann stelle ich mal die Teilnehmerin und die beiden Teilnehmer vor. Und dann fange ich mal mit der Teilnehmerin an. Das ist Kerstin Kassner. So ganz schnell Durchlauf. Alle, die ich jetzt vorstelle, die haben so lange Biografien. Ich sage jetzt immer nur ein paar Stichworte. Also Kerstin Kassner sitzt seit 2013, ist sie Mitglied im Deutschen Bundestag für die Linke. Ihr Wahlkreis ist Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist sehr präsent und das ist ein Grund, weshalb sie hier ist, in den sozialen Medien zu diversen Themen und gerne mal Themen, wo man es um die Ohren gehauen kriegt. Genderfragen, Homosexualität, häusliche Gewalt, Rassismus und so weiter und so fort. Kann uns also viel über dieses Feld auch sagen. Und hat einen Instagram-Kanal, wo die meisten wahrscheinlich neidisch werden würden mit 350.000 Followerinnen und Followern. Das ist eine ganze Menge. Also Kerstin Kassner. Dann haben wir dabei Ben Salomo. Ben Salomo ist in Israel geboren und als Kind mit seinen Eltern 1981 nach Berlin gekommen. Ist ein leidenschaftlicher Rapper und Hip-Hopper. Gründete zum Beispiel das Battle-Rap-Format Rap am Mittwoch. Habe ich jetzt ehrlich gesagt gerade zum ersten Mal gesehen und mal wieder Rap gehört, überhaupt ein Rap-Battle, was ich bis jetzt nur aus irgendwelchen Filmen im Fernsehen kannte. Also habe ich mir das mal angeguckt. Ben Salomo ist unter anderem viel aktiv, aber unter anderem auch sehr in der Anti-Antisemitismus-Bewegung viel unterwegs und hat das Buch Ben Salomo bedeutet Sohn des Friedens geschrieben. So, das ist Ben Salomo. Und der dritte im Bunde ist Rainer Schmidt. Rainer Schmidt ist, und jetzt muss ich einmal tief Luft holen, Pfarrer, Verwaltungswirt, Theologe, Tischtennisspieler, Dozent, Coach, Referent, Speaker, Moderator und Kabarettist. Und wahrscheinlich noch viel mehr, was ich nicht auf meiner Liste stehen habe. Ist seit 2015, wie ich jetzt bei der Vorbereitung gelernt habe, vom Dienst als Pfarrer freigestellt und freiberuflich tätig. Hat eine breite Themenpalette. Ganz oben steht Inklusion. Wieso, weshalb, warum, wird er vielleicht gleich auch selber erzählen. Aber auch so Fragen, Konflikte, Kommunikation, Ethik und so weiter und so fort. Und ich habe einmal vor vielen Jahren bei einer Veranstaltung hier in Köln Tischtennis gegen ihn gespielt und ich habe nicht den Hauch einer Chance gehabt. Das ist Rainer Schmidt. So, abgesagt hat eigentlich und nicht eigentlich unser vierter eigentlicher Teilnehmer auf dem Podium, nämlich Karamba Diaby, der SPD-Politiker aus dem Bundestag. So sind wir also jetzt eine kleine Runde. Der Chat ist offen. Ich habe vorhin am Anfang schon gesagt, die Julia Eisele wird den Chat im Blick behalten. Da kann jeder reinschreiben, wenn er etwas wissen oder anmerken möchte. Wir machen immer wieder kleine Boxenstopps und gucken da rein, was ist zu den einzelnen Punkten gekommen. Julia behält das im Auge und trägt dann die Themen aus dem Chat hier rein. Und ich sage es einmal, wir wünschen uns tatsächlich auch für die gesamte Veranstaltung
hier in unserem Kreis sowieso, aber gerade auch auf YouTube einen respektvollen Umgang miteinander. Das ist mein großer, großer Wunsch, dass wir das hinkriegen. Wir haben 4 Themenblöcke vorbereitet. Der erste ist einmal eigene Erfahrung, eigene Diskriminierungserfahrung. Dann so ein paar grundsätzliche Herausforderungen, die wir uns mal angucken wollen, wenn wir über Diskriminierung und vor allen Dingen auf dem Weg hin zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft wollen. Dann wollen wir gucken, wie wir uns gemeinsam für einzelne Bereiche empowern können, was wir uns so mitgeben können. Und am Ende auch nochmal Tipps und Tricks für jeden Einzelnen, was sie, was er so tun und machen kann. Und wir haben gerade in der kleinen Vorrunde, haben wir so hin und her geredet, siezen wir uns, duzen wir uns. Wir haben uns am Ende auf das Du geeinigt. Und also das heißt, wir duzen uns. Wir kennen uns eigentlich alle irgendwie nicht, aber wir duzen uns jetzt. So machen wir das. So. Und wir haben eine erste kleine Vorabrunde und da würde ich gerne mal eine kleine Visionsarbeit und zwar mit allen machen, sowohl mit euch, den Podiumsteilnehmerinnen hier, aber auch mit euch allen im Chat. Und ich bitte die Julia mal, die Frage in den Chat reinzustellen, nämlich alle sollen sich jetzt mal vorstellen, es ist 2021 und wir leben jetzt in einer Gesellschaft, in der es keine Diskriminierung mehr gibt. Völlig diskriminierungsfreie Gesellschaft. Wie sind wir da hingekommen? Was haben wir alles aus dem Weg geräumt? Das ist für mich die Frage. Und alle, die mögen, können sich dazu jetzt im Chat auf YouTube beteiligen. Und ich sag mal, ich fange mal hier in der Runde an. Wen frage ich denn mal? Ben, frage ich mal als erstes. Ben, was haben wir aus dem Weg geräumt? Dein Mikro ist noch ausgeschaltet. So, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall einer der größten Hindernisse aus dem Weg geräumt, auf dem Weg in eine diskriminierungsfreie Gesellschaft, ist die Empathielücke. Dass man halt Empathie schafft, aufzubauen und sich hineinversetzen kann in die Perspektive, in die Gefühle, in die Lebenswelt eines anderen Menschen. Und wenn man das kann, wenn wir das gesamtgesellschaftlich schaffen würden, dann, glaube ich, würden wir der diskriminierungsfreien Gesellschaft einen riesen, riesen Schritt entgegengetreten sein. Kerstin. Ja, ich glaube vor allem, wir haben uns alle im Verlauf der 100 Jahre, die vergangen sind, besser kennengelernt. Viele Menschen haben gar nicht so die Möglichkeit gehabt, sich miteinander zu verständigen. Auch die Sprache ist, glaube ich, eins der wichtigsten Themen, was wir bis dahin bewältigt haben, dass wir sozusagen mit einer Stimme, mit einer Sprache reden, dass wir uns gegenseitig verstehen können und auseinander und wieder zusammensetzen können. Das, glaube ich, wird das Allerwichtigste sein, dass man eben voneinander weiß, gegenseitig mit Respekt begegnet und dann eben auch in der Lage ist, über diese Kommunikationsmöglichkeiten Missverständnisse, auch falsche Vorstellungen auszuräumen und so eben dazu beizutragen, dass das Verständnis füreinander, man kann auch Empathie sagen, habe ich gerade gehört, füreinander wächst. Ja, und ich merke gerade, genau, die Frage wäre sogar fast besser gewesen, was haben wir sozusagen etabliert, was haben wir hingestellt? Aber ich will sie jetzt nicht umdrehen, aber ich merke gerade, das wäre sogar noch fast die bessere gewesen. Rainer. Ja, ich drehe sie auch wieder ein bisschen um, denn die Frage ist ja, warum gibt es eigentlich Diskriminierung? Und ich glaube, eine der Ursachen ist, dass wir Menschen eigentlich gerne so ein Stärkegefühl haben wollen. Also wir wollen etwas wert sein, wir wollen bedeutsam sein. Und das kann man sich entweder dadurch holen, dass man etwas Großes leistet oder indem man jemanden abwertet, indem man einfach sagt, ich bin überlegen, meine Rasse ist überlegen, die anderen sind unterlegen, also dieses Gefühl. Und ich glaube, wir werden in 100 Jahren, wenn wir sozusagen eine diskriminierungsfreie Gesellschaft haben, werden wir viele Kränkungen vermeiden, dass Menschen sozial arm sind. Vermutlich gibt es ein Grundeinkommen für alle Menschen. Es gibt Foren, wo die unterschiedlichen Kulturen sich entfalten können, wo die auch sich vernetzen können, also in Begegnung kommen, wo man einander bewundert und applaudiert und eben nicht diese permanente Abwertung. Und ich glaube, dafür braucht es sozusagen eine deutliche Verminderung von Kränkungserfahrungen. Also Jugendliche, die permanent hören, sie sind nichts wert, wie auch immer, die haben eine relativ starke Tendenz, ist sogar soziologisch untersucht worden, irgendwann, wenn sie
dicke Muskeln bekommen, einem etwas Schwächeren aufs Maul zu hauen. Also Mobbing zum Beispiel ist so ein ganz klares Phänomen. Genau, und also wir brauchen Aufwertungsmechanismen statt Entwertungserfahrungen. Julia, du hältst den Chat im Blick. Ich gucke so ein bisschen mit. Ein kleines bisschen ist reingekommen. Erzähl mal. Genau, also es wurde einmal geschrieben, strukturelle Probleme, dann ständige Stereotypisierung und ja, einfach, es kommt nicht mehr vor, als Mensch of Color bei einem eindeutigen deutschen Namen gefragt zu werden, ob man wirklich so heißt. Also genau, einfach auch, hier wurde auch geschrieben, dass es eben viel auf Ignoranz und Unwissen basiert. Und dass es eben mehr Austausch, auch interkulturelle Kommunikation geben müsste. Dankeschön. Und nochmal meine Einladung an alle, nutzt den Chat gerne. Also Julia trägt es beständig hier rein. So haben wir eine Brücke sozusagen zwischen Zoom-Meetings und dem YouTube-Streaming da draußen. Wir haben überlegt, wir wollen ja mit euch über eure eigenen Diskriminierungserfahrungen auch sprechen. Dann habe ich gesagt, mein Gott, da bringt jeder wahrscheinlich so eine lange Liste mit, also was ihr alles vortragen könnt. Und deswegen haben wir uns überlegt, das zu splitten. Jakob, magst du das reintragen, was wir uns so für den Einstieg da überlegt haben? Genau, also erstmal vorneweg sind wir uns im Klaren, dass das natürlich sehr sensibel ist. Also ihr erzählt uns, was ihr möchtet. Und was ihr im Internet zu sehen möchtet und was nicht, natürlich nicht. Aber wie wir das ein bisschen eingrenzen wollten, wäre, dass wir euch mal erzählen lassen, was war denn die jüngste Diskriminierung, die letzte Diskriminierung, die ihr so erlebt habt? Und anders gesehen, vielleicht auch die heftigste, wenn ihr darauf antworten möchtet. Und von wem hättest du gerne als erstes eine Antwort? Ich würde gerne Rainer Schmidt dazu zuerst hören. Ja, Jakob, das ist total nett, weil die Annahme von Anke Bruns, ich hätte so eine lange Latte, die ist tatsächlich nicht Wirklichkeit in meinem Leben. Man mag sich darüber wundern. Ich danke übrigens, Anke, du hast überhaupt nicht erwähnt, dass ich so kurzärmelig bin. Also hast mich mit allen Stärken vorgestellt. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin vermutlich, würden einige Soziologen sagen, ich bin in so einer Blase groß geworden von Menschen, die mich kennen in einem kleinen Dorf und dann eben irgendwie Menschen, die sehr aufgeklärt sind, die Menschen mit Behinderungen respektvoll behandeln, wie auch immer. Aber die heftigste, die kann ich deswegen so gut erinnern, weil sie mehrfach von mir erzählt wurde, also es sind eigentlich zwei, ich erzähle aber einfach nur mal eine und sie ist so außergewöhnlich, weil es war eigentlich fast eine positive Diskriminierung. Situation, ich stehe in einem ICE-Bahnhof in einer Warteschlange an der Bäckerei, weil vor meiner Reise will ich mir noch ein Brötchen und was zu trinken holen. Das hat auch sehr lange gut gegangen, bis ich dann eben dran war und meinen Rucksack auf den Tresen, mein Portemonnaie aus diesem Rucksack aufgeblättert, da sprach mich hinter mir eine Dame an und sagte, Sie können ganz alleine mit den kurzen Armen Ihr Portemonnaie bedienen und ein Brötchen kaufen. Na ja, sage ich, gute Frau, ich bin 50 Jahre alt, ich hatte genug Zeit zum Trainieren, ist nichts Außergewöhnliches für mich. Das finde ich großartig. Ich dachte, das Gespräch ist beendet. Die Dame dreht sich nach hinten um und sagt, hören Sie mal, da vorne steht ein junger Mann, der hat kurze Arme, der kann aber alleine einkaufen, hier beim Bäcker. Ich drehte mich zu der Dame um, ich sagte, würden Sie bitte ein bisschen leiser sein? Ich will eigentlich nur ein ganz normaler Reisender sein, völlig unauffällig. Und statt dass die Dame sozusagen ruhig, kriegt die immer mehr Energie. Ende vom Lied war, die lief tatsächlich durch die Wartehalle oder durch diese Vorhalle und machte alle möglichen Leute auf mich aufmerksam. Schauen Sie mal da, da ist ein Behinderter, der kann alleine ein Brötchen kaufen. Mir war das irgendwann peinlich. Und nachdem ich dreimal versucht habe, die Dame eben davon zu überzeugen, ich bin ein ziemlich normaler Mensch, habe ich sie echt zusammengefaltet. Und habe gesagt, Sie blöde Kuh, bis vor 5 Minuten war ich ein völlig normaler Mensch, einfach nur ein paar kurze Arme, aber dank Ihrer weiß jeder, dass ich irgendwie völlig anders bin als normal. Und dann habe ich sie stehen lassen. Ja. Kerstin. Beeindruckend. Ja,
Also für mich ist ein Grund, warum ich überhaupt Politikerin geworden bin, Frauenrechte. Ich habe zeitig Kinder bekommen, habe eben auch trotzdem mich auch in meinem Beruf fortbilden können. Ich komme nämlich aus der Gastronomiebranche, bin Kellnerin und habe Hotel- und Gaststättenwesen studiert. Und es war zu DDR-Zeiten für Frauen leichter, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Also wir hatten schon sehr gut Möglichkeiten im Kindergarten, in der Schule, im Hort. Und deshalb konnte man dort sich auch verwirklichen. Allerdings perfekt war das auch nicht, das will ich mal gleich sagen. Aber es war vieles bedroht dann durch die deutsche Einheit. Und deshalb habe ich mich politisch eingebracht. Ich sage mal nur ein Beispiel, das ist der Paragraph 218. Das war für die Frauen in der DDR kein Thema mehr. Natürlich hat man sich immer beschäftigt, möchte ich das Kind haben, ich glaube, was kann dass ich wir tun, wenn ich es nicht haben will und Kerstin, so weiter. Kerstin, ich glaube, dass wir tatsächlich, ja. Es ist lustig, aber mir fällt das gerade auf, ich glaube, wir müssen kurz sagen, was der 218er ist. Ich glaube, dass nicht alle, ja. Die uns jetzt zuhören werden, das okay. Wissen. Ja, entschuldige bitte. So ist das mit den Politikern. Die gehen immer von Dingen aus, die sie als gesichert annehmen. Das ist natürlich nicht, also 218 ist die, ist das, die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen. Und das war etwas, was zu DDR-Zeiten eben nicht mehr war und danach in Frage gestellt wurde. Mit einem schwierigen Prozedere konnten die Frauen sich und können sich bis heute nur schwer ihre Rechte da auch erobern. Ja, und wie gesagt, das war ein Thema, weswegen ich in die Politik gegangen bin. Und mir kommen immer noch zu mir in die Sprechstunde oder schreiben mich direkt an Frauen, die eben in großen Sorgen sind und denen ich helfen muss. Und da finde ich das schon diskriminierend, was hier im Bundestag läuft, dass man eben diese Erkenntnisse der Frauen immer noch nicht zu den der Politiker gemacht hat. Und ist das sozusagen die Antwort dann auf die Frage, was deine jüngste Diskriminierung war? Also ist das in dem Thema? Weil wir uns ja immer mit diesem Thema beschäftigen. Da ging es ja sogar darum, dass Ärztinnen bestraft werden sollte, weil sie in ihrer Darstellung im Internet darauf hingewiesen haben, dass sie eben auch da den Frauen helfen. Und da finde ich mich direkt auch als Frau ein Stück weit angegriffen mit diesen Gesetzesregelungen. Und ich weiß, dass es vielen in Praxis so geht. Und da erkläre ich mich auch solidarisch. Noch der Ben über. Ben, deine jüngste Diskriminierungserfahrung. Wo hast du zuletzt Diskriminierung erlebt? Ja, bei mir gibt es immer so ein Grundrauschen an Diskriminierung. Also Antisemitismus als Person des öffentlichen Lebens existiert leider bei mir so immer. Aber so die heftigste große Welle war auf jeden Fall jetzt erst vor ein paar Wochen eben, als dieser Krieg zwischen Israel und der terroristischen, dschihadistischen Hamas wieder entbrannt ist. Und da bekam ich halt wirklich wieder Scharen von Leuten auf meiner Facebook- oder Instagram-Seite, die in Kommentarspalten oder in privaten Nachrichten mir die wüstesten antisemitischen Beleidigungen an den Kopf geschmissen haben, von Morddrohungen bis hin zu der Negierung des Existenzrechts Israels und war alles dabei, auch an Gewaltfantasien gegenüber meiner Familie und meinen Kindern. Das ist so das Letzte gewesen. Und wenn ich zurückdenke an einer der heftigsten Diskriminierungserfahrungen, die ich gemacht habe, war in meiner Jugend, da war ich so 15 Jahre alt, auf einer Party eingeladen von einer Schulkameradin von mir. Und dann war ich so gerade in der Küche, legte mir so ein paar Erdnussflips auf den Pappteller und so trank so Orangensaft aus einem Pappbecher. Und da waren so drei Jungs in der Ecke, die ich nicht kannte. Also die waren nicht aus unserer Schule, die waren irgendwie eingeladen, aber ich kannte die nicht. Und die schauten mich so ein bisschen komisch an. Und von irgendjemandem werden sie wohl erfahren haben, dass ich Jude bin, weil anders konnte ich mir eben die
folgende Frage nicht erklären. Der eine rief mich dann so zu sich, ey du, komm mal kurz. Ich sagte, ja, was ist los? Ich meine, auf einer Party, da geht man ja offen und freundlich auf Menschen zu, so bin ich zumindest. Also wenn halt jemand sagt, ey, komm mal kurz, dann gehe ich nicht hin und sage, was ist dein Problem, sondern ich gehe hin so, sage, ja, hallo. Naja, und er hat daraufhin eigentlich nichts weiter gesagt, als mir die Frage gestellt, ob ich die jüdische Nationalhymne kenne. Und da wusste ich schon, okay, der hat irgendwie erfahren eben, dass ich Jude bin von irgendjemandem. Und als ich dann verneinte und sagte, ich kenne keine jüdische Nationalhymne, es gibt nur eine israelische natürlich und die kenne ich, da holte er halt ein Feuerzeug aus der Tasche, hielt es mir unter die Nase, drückte aufs Gas und sagte, das ist die jüdische Nationalhymne. Naja, und die drei Jungs zusammen haben sich dann in der Situation sehr amüsiert über diesen Spruch. Die anderen Leute, die im Raum waren, viele meiner Klassenkameraden, Leuten, mit denen ich mich eigentlich immer gut verstanden habe, haben leider nicht interveniert, haben nur so die Augen verdreht, so getan, als hätten sie es nicht gehört. Es verging für mich gefühlt, ja, viele, viele Minuten gar Stunden so gefühlt. Und dann ging dieses Partygebrabbel weiter. Alle haben irgendwie weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Nur für mich war dann halt auch der Abend gelaufen und ich konnte nicht anders als eben diese Party verlassen. Das war wohl einer der schlimmsten Antisemiten, also die nur bei verbalen Äußerungen geblieben sind. Über die ich auch körperlich in Bedrängnis geraten bin, die waren auch schlimm, aber auf einer anderen Ebene. Als manchmal können Worte und Sprüche eben sogar mehr wehtun als tatsächlich Gewalt. Als physische Gewalt, ja. Ja, und du sagst das so, das kann mehr wehtun. Ich habe schon, als du angefangen hast, habe ich versucht, dann mir vorzustellen, was macht das mit dir dann? Also jetzt auch gerade aktuell, wenn du so Mails bekommst, also jetzt auch in so einer Situation und du liest das und du liest die ganzen Hassgeschichten dann, die dann da zu dir rübergespült werden. Ja, also das bringt ganz viele Gefühle gleichzeitig hoch. Ja, also es bringt natürlich erstmal ja Frustration hoch, es bringt auch manchmal Angst hoch, es bringt Depression hoch, es bringt Wut hoch. Also es ist wirklich vieles gleichzeitig. Man fragt sich, wie kann man hier leben in Deutschland? Ja, wie wird das für meine Kinder sein? Also es sind so viele unterschiedliche Emotionen, auch Erinnerungen bringt das mit hoch aus meiner eigenen aus meinem eigenen Erleben mit Diskriminierung. Und dann, wenn man sich das noch in diesem Gesamtkontext anschaut, so ein bisschen Zoom-out macht, dann sieht man das halt auch im Hinblick mit den Augen der eigenen Großeltern eventuell, die ja auch schon ihre antisemitischen Diskriminierungen oder den Holocaust erlebt haben. Und das ist halt einfach, also viele, die mir schreiben, und ich kann das auch unterschreiben, das kann einen so sehr aus der Bahn werfen, dass man manchmal wirklich über Wochen lang richtig depressive Schübe bekommt und nicht mal aus dem Bett möchte und sich komplett aus dem Internet verabschiedet. Und das kann einen richtig, richtig aus der Bahn werfen. Frau Kassner, das ist schon fast eine Überleitung, weil ich habe mich gewundert, als Sie so angefangen haben, so zu beschreiben, was Sie so am heftigsten, wo Sie sich am heftigsten so auch angefasst gefühlt haben, weil ich habe gedacht, die Kassner, die kommt jetzt bestimmt mit so einer Liste von Diskriminierungen von ihren Social-Media-Kanälen. Und Ben sagte gerade auch, da möchte man sich am liebsten aus dem Internet zurückziehen. Wahrscheinlich holt er sich gerade die Sonne aus dem Gesicht, der Ben. Ja, ich versuche mich noch kurz irgendwie so hinzusetzen, aber macht ruhig weiter. Ja, also ich war schon wieder bei Frau Kassner, genau, Kerstin. Du bist, ist das nicht? Ja, das, nein, also es tut auch weh, gibt es überhaupt keine Frage. Aber ich bin das als Politikerin eigentlich schon seit 1990, also ist das für mich Praxis, dass ich angegriffen werde. Das meistens live eben mit Menschen, die einem gegenüber sitzen, aber auch in Briefen, die einem die in den 90er Jahren geschrieben haben, wo auch nichts Schönes drin stand. Und das ist eben jetzt in den Social Media ist nochmal in einer ganz anderen Qualität da, also wirklich sehr schlimm. Aber ich weiß aus Erfahrung, auch wenn man sich dann mit den Menschen tatsächlich mal direkt unterhalten kann, dass sie dann ganz anders reagieren, dass sie gar nicht mehr diese kurze, ablehnende Sprache
verwenden. Also das ist für mich auch so ein unangenehmes Nebenprodukt aus Social Media, dass man so verknappt, das kurz hinhaut und dass man da eben auch nicht unbedingt eine Reaktion erwarten muss. Ist ja gang und gäbe. Wer setzt sich dann mit diesen Sprüchen schon wirklich auseinander? Meistens hat man gar nicht die Möglichkeit. Aber ich finde, ja, ein Stück weit muss man das auch aushalten. Ich habe auch sehr viele positive Reaktionen. Und ich freue mich immer, wenn eine Debatte auch entsteht. Also nicht zwischen mir und denjenigen, die kommentieren, sondern unter den Kommentatoren untereinander. Da entsteht dann wirklich auch oft so etwas, wo ich sage, ja, das war hart, aber man merkt, dass es viele andere gibt, die da anders drüber denken. Und das finde ich, das ist das, was mir eigentlich so die Kraft gibt, das auch mal auszuhalten, wenn da irgendetwas steht. Schlimmer wird es für mich, und da fühle ich mich aber nicht angegriffen, sondern irgendwie selber schuldig, wenn ich nicht genügend recherchiert habe, wenn ich auch zu sehr verknappt habe in meinen Posts, dann sage ich mir, Mensch, also da hättest du doch ein bisschen mehr nachdenken müssen. Also mich motiviert das eher, dass ich mir Mühe gebe bei der Ausrichtung unserer Posts. Also dass das wirklich klar rüberkommt, was man damit sagen will. Anna, du hast vorhin gesagt, du erlebst das gar nicht so. Also da habe ich sozusagen ein falsches Bild gehabt. Dann frage ich mal umgekehrt. Ich kenne ganz viele junge Menschen, tatsächlich kenne ich es eher von jungen Menschen, die sagen, du bist doch behindert. Ist das Diskriminierung für dich? Ja, weil es erkennbar als Schimpfwort benutzt wird. Also das Wort behindert ist so negativ konnotiert, dass es als Schimpfwort Jetzt kenne ich aber auch Leute, die mich kennen. Also selbst meine Konfirmanden haben das sozusagen beim Spielen oder wie, bist du behindert? Ich sage, Alter, ich stehe direkt neben dir und habe ihm so angedeutet eine Ohrfeige gegeben. Oh ja, meine ich gar nicht auf Sie. Also es ist sozusagen abgelöst von dem Phänomen. Aber natürlich, ich meine, da bin ich mit Ben Salomo in einer, du Jude ist auch ein ganz gängiges Schimpfwort. Und auch da habe ich als Pfarrer immer gesagt, Leute, sozusagen diese Religionszugehörigkeit ist nicht eine Beleidigung und wird auch nicht als solche bei uns im Konfirmandenunterricht verwendet. Und tatsächlich, ich hatte ja vielleicht noch eine zweite, die kann ich vielleicht noch erzählen. Ich habe einmal ein Tischtennisspiel, das war wirklich sozusagen ganz knapp. Wir waren fast beide gleich auf und dann machte ich einen super Punkt. Und dann stand, glaube ich, dass irgendwie 10-8, also ich bei 11 hast du gewonnen. Und dann drehte sich dieser Typ um und stampfte mit dem Fuß auf den Boden und sagte wirklich ganz laut so, ey, ich kann doch nicht gegen den Behinderten verlieren. Und da bin ich auch direkt, es schoss mir in den Kopf. Ich war erstmal so, dann habe ich 10-8, darfst du mal zum Handtuch gehen, das habe ich auch gemacht, habe mir abgeputzt, wie auch immer, und habe gedacht, wie reagiere ich jetzt? Weil es war alles in meinem Kopf. Ich sage, ich schmeiße das jetzt sofort hin und habe gesagt, Alter, mit so einer Beleidigung, du bist es nicht mehr wert, dass ich weiter gegen die spiele, wie auch immer. Ich glaube, ich hatte damals schon den Kabarettisten auf der Schulter sitzen. Ich habe dann wirklich dreimal durchgeatmet, habe dann einen Aufschlag und hatte den Schläger, also den Ball auf dem Schläger und habe dann zu ihm rübergeguckt und habe gesagt, Alter, du musst erstmal besser werden als der Typ mit den kurzen Armen und dieses Spiel wirst du sicherlich verlieren. Und das hat dann habe ich gesehen, der wurde knallrot und dann habe ich einen Aufschlag gemacht, den hat er nicht mal bekommen. Und dann bin ich weggegangen und habe ihm auch nicht, ich habe nicht gesagt, danke für das Spiel, wie auch immer. Und dann hat glücklicherweise, als Ben das eben erzählt hat, von meinen Kollegen ist dann jemand hingegangen und hat gesagt, hör mal, Rainer spielt seit Ewigkeiten in unserer Mannschaft und er ist vor allem Tischtennisspieler. Und so einen Spruch kannst du dir echt abgewöhnen. Und der hat dann auch, in der Wettkampfsituation, den hat es total leid getan, der ist zu mir gekommen, hat sich entschuldigt und ich habe gedacht, ja, ne, aber es ist so im Kopf drin, du bist ja behindert und ich kann auf keinen Fall gegen jemanden, der ja schon per se benachteiligt ist und jetzt bin ich schwächer als der Schwache. Also ich fand, es war lehrreich für Diskriminierung entstehen durch Bilder im Kopf,
Weil wenn Ben das auf seinen Accounts liest, auf seinem Instagram, wie auch immer, das hat ja mit Ben nichts zu tun. Das ist ja Hass, der trifft dich, wie auch immer. Die kennen dich ja oft gar nicht. Also das kenne ich auch von meinen Facebook-Sachen und so weiter. Wenn du da mal eine Nummer einstellst, dass Leute dann mir schon Blasphemie vorgeworfen haben, Behindertenfeindlichkeit, hau mich blau. Und ich habe glücklicherweise noch die Muße, den Menschen wirklich zu antworten und habe gesagt, also die Nummer kann ich gerne noch mal erklären. Die ist nicht blasphemisch, die foppt gerade katholische Priester. Und dann sage ich das auch und erkläre das. Aber es gibt natürlich dann welche, die sagen, halt's Maul, mit dir diskutiere ich nicht. Und dann sage ich, ja, danke, ich mit dir auch nicht mehr. Ja, es war schon fast eigentlich auch eine Überleitung nochmal zu dir, Ben, denn der Rainer sagt, was da geholfen hat, war auch, dass die Kollegen gesagt haben, hier, der spielt schon ewig bei uns in der Mannschaft und das lass mal schön. Das hast du nicht erlebt, zumindest nicht bei deinem ersten Beispiel. Erlebst du es denn heute? Am besten mit Ton dann auch. Wir lernen zwar, glaube ich, noch irgendwann alle von den Lippen zu lesen, aber noch sind wir nicht so weit. Ich mache immer aus, wenn die anderen sprechen, wegen Nebengeräusch. Ja, also heute erlebe ich das mehr als früher, weil ich jetzt vor allen Dingen dadurch, dass ich im Bereich der Antisemitismusprävention tätig bin und weil ich halt ganz klar die Endkante, sage ich mal, gezeigt habe gegenüber jeder Form von Antisemitismus, dass ich solche Leute, die solche Reden schwingen, nicht mehr wirklich um mich herum habe. Im Gegenteil, ich habe jetzt eher eben Leute um mich herum, die beispielsweise jüdisch solidarisch sind, ja, also Judentum solidarisch oder auch Israel solidarisch sind. Und wenn irgendwo so etwas passieren würde, dann würde das sicherlich halt auch zu einer Intervention führen. Aber in der Vergangenheit, in der Rap-Szene, wo ich mich sehr lange bewegt habe, gab es diese Solidarität nicht wirklich. Also das Maximalste, was man da vielleicht noch gehört hat, war, ich habe ja nichts gegen Juden, nur was gegen Zionisten. Also das ist halt auch so ein typischer Spruch, ja, Juden, die sozusagen auf ihr Selbstbestimmungsrecht beharren, sprich Juden, die auf einer Couch sitzen wollen und eben nicht auf dem Boden. Die auf dem Boden sitzen, mit denen ist man okay, aber die irgendwie halt einen Staat haben möchten, mit denen ist man eben nicht solidarisch. Das ist so keine echte Solidarität. Und in meiner Schulzeit habe ich das halt auch eher selten erlebt, dass die Leute offen solidarisch waren. Beim Thema Antisemitismus und so ist das halt, da ist halt einfach so ein riesen Rattenschwanz an Vorstellungen eben dabei, wie Rainer das gesagt hat, das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Wort dafür. Was die Leute an Vorstellungen über Juden haben, und Vorstellung ist sogar noch das werteneutrale Wort, wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, Vorurteile, Ressentiments gegenüber Juden haben, das ist halt so lange geschichtlich gewachsen und ist in unserem kollektiven Sprachgedächtnis so manifestiert, dass da eben sehr viele, auch wenn es eigentlich so im Alltag ganz normale und liebe Menschen sind, aber beim Thema Antisemitismus passiert es oft, dass diese Vorstellungen oder Ressentiments oder Vorurteile doch irgendwo ein Türchen offen haben bei ihnen und es sie dann nicht schaffen, sage ich mal, die Form von Solidarität auch zu zeigen, die nötig wäre. Und ich bin aber froh, dass ich inzwischen mehr Menschen um mich herum habe, die ganz bewusst mit dem Thema umgehen, sich selber damit auch auseinandergesetzt haben, auch bei sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, um solche Menschen eben mehr um mich herum zu haben und die anderen eben nicht mehr. Außer im Internet, da kann man es natürlich nicht loswerden. Und was ich noch sagen wollte, an Kerstin angeschlossen, ich habe gar kein Problem damit, beispielsweise, wenn man mit jemandem eine Meinungsverschiedenheit hat und der dann halt auch eventuell in seiner Sprache im Internet so verknappt oder vielleicht sogar beleidigend wird, wenn es auf Themen bezogen sind, wo man einfach unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber wenn der Gegenüber praktisch Antisemitismen reproduziert, das ist ja keine Meinung, sondern das ist halt ein Negieren meines Existenzrechts. Und ne, und da ist es dann halt für mich sehr, sehr schwer. Ich bin es auch gewohnt, wie Sie als Person des öffentlichen Lebens, das irgendwie auszuhalten, in Anführungsstrichen. Aber das bedeutet halt auch nur, ich habe mir über die Jahre und Jahrzehnte, wo ich Antisemitismus erlebt habe, so ein dickes Fell wachsen lassen, dass man aber auch dann am Tragen dieses dicken Fells, dieses Mantels auch mal auch Rückenschmerzen bekommt. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehe ich.
Jakob, du siehst so aus, als wärst du in den Startlöchern was sagen oder fragen zu wollen. Ja, ich wollte da mit Ben gerne noch einhaken. Dein Weg war ja dann, dass du Rapper Mittwoch gegründet hattest und auch moderiert hast, jahrelang in Berlin. Und du bist jetzt ja eigentlich aus der Hip-Hop-Szene ausgestiegen. Du veröffentlichst noch deine Musik, die ich auch gerne höre. Aber du hast dich sonst weit aus dem Game ja eigentlich verabschiedet. Gab es da irgendwie ein besonderes Ereignis oder war das so die Grundstimmung im Hip-Hop? Und kannst du vielleicht was dazu sagen? Hast du eine Idee, warum ja. ist es im Hip-Hop so? Wir haben ja gerade im Hip-Hop natürlich den Antisemitismus, der dir begegnet, aber natürlich auch massenhaft Sexismus, der eigentlich ein Grundmuster ist und so weiter. Ja, also das sind ja so zwei Fragen. Also die erste ist, ob es da einen bestimmten Grund war, wieso ich dann am Ende diesen Cut gemacht habe. Also ich habe die Entscheidung, mit der Rap-Szene zu brechen, ungefähr 2,5 Jahre mit mir herumgeschleppt. Ich habe immer wieder dieses antisemitische Grundrauschen ertragen und das kam dann halt auch mal in Wellen mal mehr und wurde stärker. Also das, was wir jetzt gerade vor ein paar Wochen erlebt haben, das gab es ja in der Form auch schon mal 2014 und da war ich ja auch schon in der Rap-Szene drin und plötzlich auch gerade online, da bekam ich so viel Hass auch entgegengebracht und leider eben keine Solidarität von vielen meiner Freunde, in Anführungsstrichen Weggefährten aus dieser Rap-Szene und das war schon alles ziemlich heftig und ab dem Moment, ab 2014 begann es schon langsam, dass ich mich gefragt habe, wie lange kann ich das noch machen? Dann habe ich 2016 mein Album veröffentlicht, in dem ich auch versucht habe, sehr versöhnliche und brückenbauende Songs darauf zu machen, um eben auch diesen antisemitischen Narrativen und Ressentiments mal ein anderes Bild zu zeigen. Und leider hat das in dieser Szene zu dem Zeitpunkt dann halt auch schon für wenig Akzeptanz gesorgt, obwohl man hätte eigentlich denken können, hey, hier ist ja jemand, der Rap am Mittwoch macht, der vielen Leuten eine Plattform gibt und das sehr authentisch seit vielen Jahren macht. Das hat mich dann umso mehr mir gezeigt, okay, so dieses Antisemitismus-Problem in der Rap-Szene ist halt so manifest bei vielen, dass egal, was ich da halt mache, das krieg ich nicht aus den Köpfen der Leute. Und das machte mich dann über die Jahre immer, sage ich mal, unglücklicher. Und irgendwann bin ich dann Vater geworden und ich würde sagen, das war so ein bisschen das Momentum, was so die Toleranzgrenze von das halte ich noch aus, das halte ich noch aus, das halte ich noch aus, so radikal nach unten korrigierte, weil diese Negativität, diese schlechte Laune, die das ja bei mir verursacht hat, brachte ich ja mit nach Hause. Und als dann meine Tochter ein Jahr alt war und angefangen hat, ihre ersten Worte zu sprechen, und es war tatsächlich Papa, so auf Hebräisch, aber kam ich nach Hause nach so einer Veranstaltung, die eigentlich voll gut gelaufen ist, aber das antisemitische Grundrauschen war trotzdem auch da präsent und ich konnte mich nicht freuen. Ich kam nach Hause, meine Tochter sagt ihre ersten Worte und ich konnte meine Emotionen eben von diesem dicken Mantel, den ich trage, wegen diesen Anfeindungen, konnte ich diese Emotionen nicht an mich ranlassen. Und ich bin halt ein Künstlertyp. Ich kann nicht einfach diesen Mantel nehmen und ihn auf den Kleiderhaken hängen und dann bin ich irgendwie so wie so eine Schnecke raus aus dem Schneckenhäuschen, ja, sondern das schleppe ich mit mir herum. Und da wusste ich in dem Moment, wenn ich das nicht genießen kann, die ersten Worte meiner Tochter, dass ich das unmöglich weitermachen kann. Und es war wirklich dieser Abend, da sagte ich dann zu meiner Frau, du, ich konnte mich heute überhaupt nicht mal über die ersten Worte unserer Tochter freuen. Das bedeutet definitiv, ich muss was verändern. Und ich weiß, woher diese Negativität kommt. Sie kommt eben aus der Szene. Und ich muss damit aufhören. Ich muss diese Szene irgendwie verlassen. Und ich weiß nicht, was ich sonst zwar danach tun werde, aber ich weiß, das kann nicht richtig sein. Und deswegen habe ich das gemacht. Das war so ein bisschen der springende Punkt. Und die zweite Frage, die du gestellt hast, jetzt musst du mich kurz nochmal erinnern. Vielleicht dürfen wir die zweite Frage kurz beiseite stellen und die anderen beiden nochmal wieder reinholen. Weil ich fand, ehrlich gesagt, das sehr, sehr eindrücklich, weil es auch nochmal deutlich gemacht hat, was das mit dir macht. Also so diese sagen wir mal, Diskriminierung und die Vorurteile und alles, was da abgeladen wird. Und das würde ich gerne, Julia, weil wenn ich auf den Chat gucke, das war übrigens ich, die jungen Wohngemeinschaften. Ich sehe gerade, ich bin mit meinem anderen Account bei YouTube angemeldet. Das ist ein schöner Verein, den wir gerade neu gegründet haben. Aber wenn ihr mit uns mitdiskutieren wollt, schreibt das rein. Also schreibt in den Chat auf YouTube, auch wenn ihr was in die Diskussion reintragen möchtet. Im Moment hast du noch leere Hände, Julia, ne? Richtig? Ich gucke da so parallel mit rein, aber... Genau, im Moment ist noch nichts weiter drin. Aber genau, falls ihr Fragen habt, einfach reinschreiben oder Kommentare oder sonstiges.
Genau. Ich würde gerne auch nochmal nach deinem Plädoyer gerade, Ben, das nochmal nehmen und sagen, wir haben ja gesagt, wir gucken mal in der zweiten Runde, was sind denn Herausforderungen? Und mein Eindruck ist, so ein bisschen, wir reden auch heute immer so zum Beispiel von strukturellem Rassismus. Also wir fangen an, über Strukturen zu reden. Wir lösen das so von Einzelpersonen und wir sagen, wir müssen auf die Strukturen gucken. Wenn wir jetzt hin zu einer diskriminierungsfreien Gesellschaft kommen wollen, Kerstin, was für Strukturen müssen wir anpacken? Was müssen wir strukturell angehen? Bei mir bist du gerade ein bisschen eingefroren. Und der Ton ist weg, genau, sowohl als auch. Wieder lebendig. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist. Bei mir bist du ganz schwer gerade zu verstehen. Geht es euch auch so, Rainer, Jakob, auch, ne? Ich glaube, du hast gerade eine etwas schwache Leitung. Eine etwas schwache Internetleitung. Also, ja? Geht es jetzt besser? So bedingt. Nein. Noch nicht richtig. Vielleicht schaltest du dein Bild mal für einen Moment aus. Meistens ist das dann die stabilere Variante. So, dann gehen wir erstmal nur auf den Ton. Genau, das habe ich gerade getan. Das habe ich gerade getan. Und ja. Mein wichtigstes Anliegen ist etwas an der Bildungspolitik zu verändern. Ich wünschte mir, dass eben alle jungen Menschen gleiche Bildungschancen haben. Und ich weiß, dass das eben nicht der Fall ist, dass es eben Kinder gibt, die ja nicht die gleichen Privilegien haben, die Eltern haben, die ihren Kindern helfen können, Bildung zu erlangen. Und das alleine der Schule zu überlassen, das zeigt sich in der Gegenwart, ist eben wirklich nicht ausreichend. Ich wünschte mir, dass es Schulsozialarbeiter gibt an jeder Schule, dass man Dinge, die im Schulalltag auftreten, dass man sie managen kann. Ben hat es auch gesagt, was das mit jungen Menschen macht, wenn sie so an den Rand gestellt werden. Das gibt ja unterschiedliche Ursachen. Aber sie müssen die Möglichkeit haben, mit jemandem diese Dinge zu erörtern. Und wenn ich als alte Politikerin vielleicht auch schon ein bisschen ja, zwischen persönlichem Angriff und allgemein da etwas unterscheiden kann, so kann das ein junger Mensch nicht. Und das hinterlässt ganz schlimme Wunden. Und diese Wunden, die äußern sich oft auch darin, dass man wieder andere angreift, weil man sich so bedroht fühlt. Also für mich ist Bildung und Teilhabe ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da sehe ich einen ganz entscheidenden Schlüssel für unsere Gesellschaft, wo man auch den Schalter umlegen kann und dieses Respekt haben vor anderen, akzeptieren, wie ein Mensch ist, wirklich auch erreichen kann. Rainer, was würdest du, wahrscheinlich Bildung auch, aber parallel dazu noch strukturell anfassen? Ich mache den Sack mal groß auf. Ich kann einen Gedanken zur Bildung sagen. Es gibt wunderbare Untersuchungen, weil Schule wirklich gut untersucht ist. Und man kann eine Klausur, eine Klassenarbeit nehmen und dann schreibst du darunter Julia Eisele oder Jakob Dauser. Oder du schreibst darunter Chantal und Ahmed und so weiter. Und es sind die gleichen Klassenarbeiten und die werden trotzdem unterschiedlich bewertet. Also ist nicht erfunden, diese Untersuchung gibt es. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer haben Bilder im Kopf und sagen, okay, der ist vielleicht, also es gibt auch mit Versetzungen, gleiches Zeugnis, vierte Klasse, wer bekommt eine Gymnasialempfehlung, wer bekommt lieber doch die Empfehlung zur Gesamtschule und so weiter. Wir denken also zwangsläufig in Bildern und deswegen ist Bildung, wenn sie gut ist und fair sein will, denn darum geht es ja eigentlich. Also faire Tests gibt es nur, wenn sie anonym geschrieben werden. Wenn du nicht weißt, wer hat diese Klausur, damit Aische nicht benachteiligt werden kann, weil sie Aische heißt. An Universitäten ist das so, dass die Korrektoren dann irgendwann den Menschen, der die Klausur geschrieben hat, gar nicht mehr kennen. Die haben also nur noch den Text vor sich. Dieses Jahr finden die Olympischen und die Paralympics statt in Tokio. Und jedes Mal denke ich, also ich war selber paralympischer Sportler.
Und ich habe als Deutscher beides mitbekommen. Vorbehalte von Leuten, die gesagt haben, oh, Deutsche, ihr wart doch, du Nazi? Also bin ich auch gefragt worden? Ich sage, nee. Und ich habe aber auch eine unglaubliche Bewunderung. Ah, die Deutschen, ja, heute, ne, geläutertes Volk, Wirtschaftswunder, jeder möchte nach Deutschland. Und ich habe mir ernsthaft oft die Frage gestellt, wie sinnvoll ist es, eine Europameisterschaft zu spielen, wo wieder Deutschland gegen Dänemark und China gegen die USA. Wir denken in Nationalstaaten, und die DDR, die hat das ja sehr gut gewusst, dass sozusagen auch über die Spiele ein leistungsstarkes System sich beweisen kann. Warum wurde da so viel Geld in den Hochleistungssport? Die waren eine relativ kleine Nation und waren aber sehr erfolgreich, um eben die Systemfrage zu stellen. Sind wir nicht eigentlich besser als der Westen? Also wir haben ein permanentes Konkurrenzdenken. Und wenn wir nicht irgendwas dem entgegensetzen und sagen, wir könnten auch mal ganz anders Sport erfinden. Wir könnten Musik machen, nicht als Battle, sondern wenn schon Battle, dann irgendwie freundschaftlich und nachher liegen sich alle in den Armen. Nicht wahr? Also ich habe tatsächlich ein Multikulti-Fußballturnier, da konnten sich die ganzen Mannschaften anmelden und dann wurde ausgelost. Und dann haben die Leute mit der Nummer 7 ein blaues Trikot bekommen, die 7 gezogen haben. Und Leute, die die 10 gezogen haben, haben ein rotes Trikot. Also die Menschen, die Mannschaften waren bunt durcheinander gewürfelt. Und es gab eben nicht Istanbul-Berg-Neustadt und irgendwie den Sportverein Gelpe Obertal oder irgend sowas. Und das sind so Dinge, also wenn wir über Strukturen denken, diese Strukturen sind ja in unseren Köpfen. Also eigentlich hältst du gerade ein Plädoyer dafür, den Wettbewerb abzuschaffen, oder? Naja, oder den Wettbewerb anzureichern. Also nicht jedes Mal, also ich sage immer, wenn du im Kindergarten, das ist vielleicht ein schönes Beispiel, wenn du im Kindergarten sagst, so Leute, heute mal die Jungs in die Puppenecke und die Mädchen in die Bauecke, dann wird ihr, umgekehrt ist es schon so. Du kannst aber auch sagen, heute mal die Jungs in die Bauecke und die Mädchen, die heute mal Jungen spielen wollen, die dürfen auch in die Bauecke. Dann hast du diese Kategorien. Also du musst vorurteilsbewusst werden. Und dir muss mal irgendwann klar sein, dass Israel gegen Palästina nicht die richtige Frage ist, sondern wie können Menschen, die in Israel wohnen, Menschen, die in Palästina wohnen, gleichberechtigt und gleichwertig miteinander leben. Und dafür braucht es tatsächlich ein Verständnis. Das haben wir ja schon oft gesagt. So, also wir sind in Strukturen, wo wir da hinkommen, wenn wir anfangen so zu denken, dass die Menschheit eben nicht mehr aus Männern und Frauen besteht. Und tatsächlich, ich habe ja mal Inklusion, habe ich gesagt, ich bin nur dann behindert oder möchte nur dann als Behinderter angesprochen werden, wenn die Behinderung eine Relevanz hat. Ich lese aber oft in der Zeitung, der behinderte Pfarrer hat großartig gepredigt. Da habe ich immer gesagt, ich predige mit dem Mund, nicht mit den Händen. Gebärdensprache ist nicht mein Talent. Warum steht in dieser Zeile der behinderte Pfarrer? Da bin ich doch nur der Prediger. Und lass mich noch mal eine kleine Brücke zu Ben noch bauen. So, bei den Strukturen. Also wir haben jetzt Bildung, wir haben jetzt, ich sag mal, die Spurrille wechseln, die Seite wechseln, die Perspektive wechseln. Was Rainer, ne, die Dinge mal anders machen. Was würdest du noch ergänzen? Was müssen wir strukturell angehen? Was sollten wir strukturell angehen? Auf dem Weg hin zu weniger Diskriminierung. Da kann ich auch der Frau Kastner, der Kerstin, wirklich recht geben. Ich finde, gerade der Ort Schule, da habe ich so viel Defizitäres erlebt, auch in meiner Arbeit in der Antisemitismusprävention. Ich habe Schulpsychologen erlebt, die selber Antisemitismen reproduzieren. Ich habe Lehrer und Schuldirektoren erlebt, die israelbezogenen Antisemitismus reproduzieren vor den Schülern oder beispielsweise erlebt, dass Lehrer Holocaust-Relativierung als Meinung durchgehen lassen. Also da muss wirklich in der Bildung, nicht nur bei den Schülern, auch besonders beim Lehrpersonal, ganz, ganz viel gemacht werden. Und mein Fachgebiet ist das Thema Antisemitismus. Da sehe ich halt eben schon super viel, aber ich kann definitiv davon ausgehen oder wir können davon ausgehen, das Gleiche gilt fürs Thema Rassismus, das Gleiche gilt auch für das Thema Sexismus, für das Thema Menschen mit Behinderungen und, was es da halt auch noch für Fälle gibt. Also ich glaube, strukturell
sollte richtig sein, dass jede Regierung, die jetzt kommt, nicht weiter kürzt im Bildungssystem, sondern eher viel mehr hineinpumpt. Bildung da zu kürzen, das ist im Prinzip das Schlimmste und Schlechteste, was man tun kann. Und leider muss ich sagen, bei meinen Reisen durch Deutschland in meiner Arbeit habe ich wirklich sehr, sehr viele Schulen erlebt, wo immer gekürzt wurde, wo nach wie vor die Lehrer teilweise so super auf sich gestellt sind, ja, mit vielen Problemen allein gelassen werden, auch wenn sie beispielsweise sehr motivierte Lehrer sind. Nach 3, 4, 5 Jahren sind sie ausgebrannt, sie haben gar keine Kraft mehr, sind allein gelassen von dem System. Und da muss wirklich, also Bildung müsste echt Chefsache sein und die Regierung müsste genau daran gemessen werden, wie das da aussieht. Und ich hoffe sehr, dass das mal verstanden wird in der Zukunft. Chefin des Chats ist Julia. Julia, hat unser Appell gefruchtet? Ja, und zwar haben wir hier auch einmal Zustimmung aus dem Chat, dass es eben, also dass Aufklärung in der Schule, dass es eigentlich noch viel, viel mehr geben sollte. Und da vor allem war jetzt ein Vorschlag, ein Fach, in dem Menschen andere Kulturen, Zugehörigkeiten und so weiter gelehrt wird. Also quasi ein eigenes Schulfach, was darauf ausgerichtet ist. Genau, das war jetzt quasi das. Würde ich voll zustimmen. Und finde ich auch eine wunderbare Idee. Sollten jetzt wir als Resümee festhalten. Und beifügen möchte ich noch eine Sache. Ich bin in meinem Leben wirklich sehr weltoffen und sehr tolerant erzogen worden. Und ich würde wirklich sagen, den Nukleus davon hat meine Mutter bereits gelegt, als ich am ersten Tag nach Deutschland kam in den Kindergarten, ja, und ich nach Hause kam und gemerkt habe, hier versteht keiner meine Sprache, bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, Mama, was ist denn hier los? Ich war ja 3,5 Jahre alt. Sind die Kinder hier alle doof? Die verstehen mich nicht. Und meine Mutter, die war 21 Jahre alt, junge Mutter, so, die haben nicht darüber nachgedacht, mir zu erzählen, dass wir in einem anderen Land sind, hat sie dann diesen Satz gesagt, wir sind hier in einem anderen Land, hier sehen die Menschen vielleicht auch unterschiedlich aus und sehen, also anders, als du das vielleicht in Israel kennst, aber eins sollst du wissen, sagte sie. Und dieser Satz, wenn der über jede Kita-Tür stehen würde, ich glaube, das würde viel helfen. Sie sagte mit den Worten, wie nur eine Mutter das machen kann. Alle Kinder sind gute Kinder und mit all diesen Kindern darfst du spielen. Und am nächsten Tag bin ich mit so einem Lächeln in diese Kita gegangen und ich habe so schnell Deutsch gelernt und sogar einige meiner Kita-Freunde von damals haben auch ein paar Fetzen Hebräisch gelernt. Daran sieht man mal halt, dass Kinder frei sind von diesen Vorurteilen, Vorstellungen, Ressentiments. Sie werden damit irgendwann in Verbindung gebracht, sie werden damit irgendwie erzogen, in Kontakt gebracht. Und um das schon ganz früh zu immunisieren, wäre es, glaube ich, ganz toll, wenn Kitas so einen klugen Satz als Motto sozusagen haben würden. Du hattest noch mehr, Julia, ne? Du setzt es an und dann... Genau. Entschuldigung. Alles gut. Und zwar wurde hier noch Kommentar geschrieben, dass die Narrative der Diskriminierung leider sehr, sehr gerne weiter transportiert werden. In Zustimmung und Abgrenzung und Empörung und vor allem eben in Social Media, in den Medien, in der Gesellschaft, dass wir die Narrative einfach viel zu viel Raum geben. Dem stimme ich zu. Und dann noch ein letzter Kommentar, dass auch in der auch politisch Demokratieförderungsgesetze das quasi stark machen könnten. Ja, das finde ich ganz spannend. Da ergibt sich ja eigentlich noch eine andere Frage daraus. Und zwar, wenn im Chat geschrieben wird, wir geben diesen Narrativen zu viel Raum, wo wäre denn das Ende? Also müssen wir den Raum des Sagbaren, des nicht strafbar Sagbaren irgendwie einschränken? Da kann ich auch meine Frage von vorher an Ben wieder platzieren. Ben, du warst ja lange im Battle Rap aktiv und da werden natürlich Dinge gesagt, die würde man sonst nicht akzeptieren als sagbar. Wie bist du damit umgegangen? Was ist denn bei einem Rap-Battle sagbar und wie geht man danach damit um? Ja, also ich habe Rap-Battles immer so erlebt und, sag ich mal, gelebt, wie so eine Art Eishockeyspiel, ja? Also man ist da auf dem Eishockeyfeld und eigentlich geht es darum, den Puck ins Tor zu machen, aber es wird auch ab und zu mal, ne, geht es auch ein bisschen härter zur Sache, es gibt Bodychecks und manchmal gibt es auch eine kleine Prügelei, aber nur verbal, ja, im Battle Rap. Und in diesem Form von Kunstraum, Sportraum, ja, habe ich einiges oder kann man einiges von dem, was im normalen zivilen Raum eben definitiv nicht sagbar ist,
durchaus sagen. Wichtig ist aber, dass die Leute, die Protagonisten und halt auch die Leute, die das als Zuschauer sich anschauen, dass sie begreifen, dass sie verstehen, das geht wirklich eben nur in diesem Container. Aber sobald man diesen Container verlässt, wie im Boxsport, sobald der Gong gelaufen ist, sitzen die Sportler in der Ecke und es wird nicht weiter geprügelt. Sobald der Boxkampf vorbei ist, hebt der Verlierer dem Gewinner die Hand, sie umarmen sich und gehen in die Interviews und sie würdigen die Leistung des Gegners. Und man geht nicht noch ins Publikum, prügelt dort weiter oder das Publikum fängt an, auf die Sportler irgendwie Tomaten zu schmeißen. Ja, also das muss begriffen werden im Kunstraum Rap oder Battle Rap. Und wenn das möglich ist, dann kann man wirklich die Grenze des Sagbaren weitaus mehr ausdehnen, als man das natürlich im zivilen Raum hat. Aber ich sehe es nicht komplett grenzenlos. Denn man muss sagen, Rap oder Battle Rap ist eingebettet in der Kultur Hip-Hop. Und die Kultur Hip-Hop ist eine empowernde Kultur, eine Kultur, die antirassistisch ist, eine Kultur, die auch anti-antisemitisch ist. Und das bedeutet, Leute, die wirklich Rassisten sind, die Antisemiten sind, ihr Sprachgebrauch, ihr Jargon gehört auch nicht in diesen Sport, in diesen Battle-Rap mit hinein. Und dass es aber halt nicht so etwas gibt, wie eine Art Dachverband der Battle-Rap liegen, sondern das macht so jeder Veranstalter für sich. Es gibt so eine Art unausgesprochenen Kodex. Für mich war der immer so, Worte und Wortschöpfungen, die auch ohne Kontext eine Menschengruppe pauschal entwerten, ja, und eigentlich nur im Sprachgebrauch von Rassisten, Antisemiten oder Islamisten zu verorten sind, gehören nicht in den Battle-Rap-Sport mit rein, weil sonst werden solche Leute zu Fans von diesem Battle-Rap und das verändert natürlich komplett die Kultur und das ist dann eben kein Kunstraum mehr, sondern es wird dann plötzlich zu einem Vehikelraum für das Ausdrücken der eigenen Rassismen, Antisemitismen und so weiter und so fort. Und ich habe so gut ich konnte in meinen 8 Jahren dieser als Veranstalter versucht, auf genau diese Grenzen Wert zu legen. Danke, ja. Kerstin, was denkst du, wie gefährlich ist das aber trotzdem für Jugendliche, wenn die sowas hören, vor allem sexistischen Rap? Ja, das ist wirklich gefährlich. Hörst du mich oder soll ich wieder ausschalten? Geht es, ja? Ja. Gut, das ist wirklich gefährlich, weil gerade über die Musik viele junge Leute ja, inspiriert werden. Es ist ja auch was Schönes, Musik gibt es ja keine Frage. Aber über die Musik werden auch bestimmte Texte, bestimmte Auffassungen an junge Menschen herangebracht. Und ich glaube, gerade junge Menschen sind oft noch nicht so reif in ihren Bewertungen dessen, was ihnen sozusagen präsentiert wird. Und deshalb ist es schon riskant. Ja? Besser ist es ohne, glaube ich. Also das bröselt immer noch sehr stark. Gut. Ja. Das tut mir leid. Also wie gesagt, sonst klappt es immer prima. Aber versteht ihr mich jetzt? Wunderbar, klingt wie viel, gesagt, viel besser. Mhm. Ja, über Musik versucht man junge Leute oder erreicht man junge Leute gut. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt. Also Eltern sollten sich schon mal anhören, was die Kinder für Musik hören, was da sich verbirgt dahinter. Und auch in Freizeiteinrichtungen ist es ganz wichtig. Also deshalb bin ich dafür, dass es zum Beispiel Jugendclubs gibt, unbedingt. Aber dass man dort die jungen Leute auch ein Stück weit mit dem Thema nicht alleine lässt, dass man auch die Möglichkeit hat, mit ihnen darüber zu diskutieren. Und ein ganz wichtiges Feld, was mir wirklich auf dem Herzen liegt, ist, dass wir auch so etwas wie politische Bildung verstärken. Das fand ich wirklich gut, die Idee mit dem Unterrichtsfach. Aber ich würde mir das noch viel unterschiedlicher wünschen. Ich wünsche mir zum Beispiel, dass es Lernen an authentischen Orten gibt. Also wenn man sich mit der Geschichte beschäftigen will, dass man eben auch an authentische Geschichtsorte geht. Reisen mit der Klasse in ein Konzentrationslager. Das gibt es bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und das könnt ihr mir glauben, wenn man hinterher mit den Jugendlichen darüber spricht, haben sie eine ganz andere Sicht auf die Dinge, als sie vorher hatten, weil sie das eben nur vor einer bestimmten, also
eben präsentiert bekommen haben. Dort haben sie die Möglichkeit, mit eigenen Augen und Ohren sich mit der Geschichte zu befassen und kriegen eine ganz andere Empfindung dazu. Und das ist sowieso etwas. Also nur Wissen alleine vermitteln reicht eben auch nicht. Es gehört die Empathie, das Gefühl, das Zulassen von Gefühlen dazu, auch von Ängsten, denen muss man aber auch dann begegnen. Also das ist ein ganz, ganz breites Feld, aber es ist wirklich die einzige Möglichkeit, wie wir uns miteinander bewegen in der Zukunft, dass wir uns eben gegenseitig respektieren und einfach menschlich miteinander umgehen. Jetzt hat der Ben die ganze Zeit die Hand oben. Ja, ich wollte noch, der Kerstin noch zustimmen, weil, und das ist auch ganz wichtig, ich unterscheide und differenziere zwischen Battle Rap Live, wo man einen Gegner voreinander hat, und der Musik, weil so ein Battle Rap live, ne, wo ein Gegner mit dem anderen da ist, das ist wie so ein Fußballspiel, das guckst du dir ein, zwei, dreimal an, maximal, und dann vielleicht einmal irgendwie die Highlights, aber das war's. Aber Musik, das wird wirklich konsumiert auf Dauerschleife, wenn die Leute Fans sind von diesen Rappern, lernt man diese Texte auch auswendig, und der Unterschied auch zum Battle Rap ist, dass die Figur des Rappers, beziehungsweise im Genre Straßen- und Gangster-Rap ganz besonders, die ist sehr nah an der Realperson. Die Rapper reden ja auch immer von sich als authentisch und von Realness, und sie seien ja auch irgendwie ein Mann, ein Wort, und das bedeutet, das, was sie da als Aussagen treffen, kann man, muss man ernst nehmen. Beim Battle Rap Live ist es eben eher wie so eine Art Theaterstück gedacht, und deswegen kann man da auf jeden Fall diesen Raum viel abstrakter begreifen. Deswegen gebe ich Kerstin definitiv recht, gerade in der Musik, da insbesondere im Straßen- und Gangster-Rap muss man definitiv mehr drauf schauen. Und da hat sie ja erst vor kurzem diese Studie gegeben. Ich weiß nicht, ob das hier mitbekommen worden ist. Es gab ja eine Studie, die von der Antisemitismusbeauftragten von Nordrhein-Westfalen eingeleitet wurde. Die Uni Bielefeld hat sich damit auseinandergesetzt. Und es ließ sich tatsächlich feststellen, dass in einer quantitativen Studie, dass Leute, die Straßen- und Gangster-Rap konsumieren, zu über 50% antisemitischen Aussagen und frauenverachtenden Aussagen zustimmen, wohingegen sie zum Beispiel rassistischen Aussagen nicht so oft zustimmen. Also da sieht man auf jeden Fall, dass diese Musik Wirkung hat. Was man noch nicht genau weiß, ist, ob die Rapper das bei den Fans hervorrufen oder die Fans das ohnehin schon haben und dadurch sozusagen bei diesen Rappern sich abgeholt fühlen. Wahrscheinlich ist es, dass sich das so aus beiden Seiten gleichzeitig befruchtet und sich verstetigt. Wollte ich nur so kurz anmerken an dieses Thema. Julia, hast du noch was für uns? Sorry. Meine, wir haben jede Menge Fragen, aber ich finde es ja ganz spannend, die Diskussion auch mit dem Außen sozusagen immer weiter nach vorne zu bringen. Genau, also hier ist noch ganz kurz, was wir vorhin hatten mit dem Fach, eine Anmerkung dazu, dass der Anthropologe Merrick ein Buch dazu geschrieben hat, wie man quasi Anthropologie in der Schule unterrichten kann. Das war noch die Anmerkung dazu, dass man es als Unterrichtsfach etablieren könnte. Und dann hier noch eine etwas ganz andere Frage. Ich weiß nicht genau, ob wir die jetzt hinten anstellen wollen oder ob wir die jetzt auch schon klären wollen. Quasi, was kann man denn in alltäglichen Situationen machen, wenn man bemerkt, dass man selber jemanden mit oder ohne Absicht diskriminiert? Also quasi, ob ihr selber schon mal jemanden diskriminiert habt und wie man damit umgehen könnte. Lass mal zu, Jakob, oder? Die Frage, die stand nämlich ja, ehrlich gesagt, auch in unserer Eingangsrunde. Aber dann haben alle so viel erzählt und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir die mal später. Rainer, du warst so still so langsam. Wann hast du denn das letzte Mal jemanden diskriminiert? Ich, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, aber eine weiß ich und vielleicht passt die hier gut hin. Ich komme aus einem sehr evangelikalen Hintergrund und bei uns in unserer Jugendarbeit war völlig klar, Ben, halt dich bitte fest, der Satz, die Juden haben Jesus umgebracht. Und das war für mich völlig unreflektiert. Woher sollte ich es auch wissen? Meine Vorfahren, die Kirchenleute, haben mir das so erzählt. Erst als ich Theologie studiert habe, hat Bertolt Klappert, mein Systematikprofessor, der kommt aus der gleichen Ecke, der war im israelisch-jüdisch-christlichen Dialog ganz stark vertreten, sagte, naja, das ist eigentlich Nazi-Propaganda. Die deutschen Christen haben das erzählt. In Wirklichkeit haben die Römer. Und da gibt es gar keinen Zweifel daran. Ich bin also drauf reingefallen. Und tatsächlich, also ich finde, was ihr über Bildung und so weiter, das finde ich großartig. Aber zwei
also mindestens ein Thema, finde ich, ist, glaube ich, wichtig. Ihr hattet Digitalisierung schon. Ich erlebe die zunehmende Digitalisierung tatsächlich als Brandbeschleuniger. Und das hat mit einem psychologischen Phänomen zu tun. Dessen hat sich Donald Trump hervorragend immer wieder benutzt. Er hat nämlich einfach irgendetwas behauptet, völlig ohne sachlichen Hintergrund. Und die plausible und permanent wiederholte Behauptung, die Wahlen sind gefälscht. Und das hat er schon Monate vorher, als noch gar keine Wahlfälschung de facto passieren konnte, hat er angekündigt, ich werde nachher behaupten, die Wahlen sind gefälscht. Es hat über 100 Gerichtsverfahren gegeben und kein einziges sagt, yo, es konnte eine Fälschung. Und trotzdem glauben wahnsinnig viele Amerikaner genau das. Das heißt, diese rechten Bots, die permanent irgendetwas behaupten, was total bescheuert ist, das ist ein echtes Problem, weil Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, wie auch immer, kannst du oft nicht mit Argumenten, die Menschen kommen kaum dadurch. Also es ist gut, wenn Bildung, insbesondere frühe Bildung, Multikulti ist, Hochbegabte, Tiefbegabte lernen miteinander. Aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich sowas, und da ringen ja alle Parteien um eine gesetzliche Regelung. Darf man eigentlich jede Lüge, so schädlich man sie auch ist, unter dem Deckmäntelchen der Meinungsfreiheit weiter verbreiten? Denn sie hat riesige Wirkungen, weil die Leute glauben, etwas, was völlig abstrus ist. Ob Corona-Leugnerin, ich habe eine bei uns auf einer Terrasse, Biergarten, es war ganz leer, sie sprach mich an, ob ich dann schon Erkenntnis hätte. Ich dachte, die kennt mich als Theologen. Ich sage, Zeuge Jehova, war, ich habe sogar Weisheit, ich komme in den Himmel, sagte ich. Nee, ich rede von der Pandemie. Ach so, sei und so weiter. Und dann fing die an, was die Medien da alles so erzählen. Ich sage, sie wissen mehr und war einfach mal interessiert. Und dann sagte ich irgendwann, woher wissen Sie das denn? Und sie nannte mir ein paar Namen. Ich sage, wer ist das denn? Sind das bekannte Virologen? Haben die Wissenschaft studiert? Wie auch immer. Nein, das wären bla bla bla. Ich sage, und denen vertrauen Sie? Ja. Jetzt machst du ein neues Fass auf. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr in unsere Mitte kommen, weil eigentlich hast du gerade zwei Dinge angesprochen. Das eine ist sozusagen strukturelle Diskriminierung, um irgendetwas zu erreichen. Die Frage, die reingekommen ist, ist eher, wie damit umgehen, wenn ich diskriminiere und ich eigentlich will ich es gar nicht, aber ich habe es jetzt gemacht. Ben, wie gehst du denn damit um, wenn du mal jemandem auf die Füße trittst und deine eigenen sozusagen Vorurteilsladen auslebst und dann sich jemand meldet und sagt, ey, das war... Oder vielleicht, oder du merkst das, sagen wir mal, du merkst das. Ja, also das ist schon mal der große gute Schritt, ne? Wenn man schon so Awareness hat, dass man reflektiert genug ist, um festzustellen, ey, da hast du dich vielleicht im Ton vergriffen oder da hast du irgendein Wort benutzt, was nicht angebracht war. Wenn man dieses Level schon erreicht hat, was ja schon ein Level ist, das viele eben noch nicht erreicht haben. Ja? Wenn man dieses Level erreicht hat, sollte man sich nicht schämen, sich zu entschuldigen und hingehen und sagen, du, da habe ich was Dummes gesagt. Ja? Bitte verzeih mir das. Ich meine das wirklich ganz ernst. Und in den meisten Fällen, so wäre es zumindest bei mir, würde jemand irgendwie was Dummes, Antisemitisches sagen, sich danach aber bei mir entschuldigen und sagen, ey, das ist eigentlich total dumm, dass ich sowas gesagt habe, ja, Jude als geizig oder was auch immer, was halt alles so gibt, dann würde ich das gut finden von ihm, ja, und ich würde das hoch anrechnen an ihn. Die Frage wäre natürlich, was passiert beim nächsten Mal, macht er das wieder, ja, man muss es schon beobachten, aber insgesamt, wenn man es überhaupt feststellt, dann ist es ganz, ganz gut, sich zu entschuldigen. Und ich glaube, meistens wird das auch angenommen. Kerstin hat die Hand oben. Ja, also mir ist das auch schon sehr oft passiert. Ich bin auch Stadtpräsidentin in meiner Stadt Bergen auf Rügen. Also das ist die Vorsitzende der Stadtvertretersitzung. Mehr nicht, das hört sich nur so gewaltig an. Dort sind 25 verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen. Und ich ertappe mich immer bei der Moderation, dass ich da auch ein bisschen voreingenommen bin, einigen Stadtvertretern gegenüber. Und sie mit besonderer Achtung bedenke, also mir viel Mühe gebe, da die richtigen Worte zu finden. Und anderen, dass die eigentlich meine Freunde sind, auf die ich bauen kann, manchmal auch ein bisschen vernachlässige.
Aber das ist nicht absichtlich, aber wenn ich das dann im Nachhinein mir nochmal vor Augen führe, denke ich, Mensch, da hast du dem aber wieder Unrecht getan, mit nicht genügend Achtung bedacht. Aber ich finde, das ist wirklich nicht schlimm, sich dann zu entschuldigen und zu sagen, tut mir leid, das ist mir in Hektik des Gefechts untergegangen, beim nächsten Mal passe ich besser auf. Also wenn Menschen miteinander umgehen, machen sie auch Fehler. Der Grund, das, was Ben gesagt hat, erst mal überhaupt zu überlegen, war das alles richtig? Kann da nicht vielleicht auch von dir ein Fehler ausgegangen sein? Und nicht immer gleich auf den anderen zu zeigen. Das ist schon ein ganz wichtiger Fortschritt im Umgang der Menschen miteinander. Wenn man das lernt, auch eben sich selbst zu hinterfragen, dann hat man schon fast gewonnen. Also auf jeden Fall ist man auf einem guten Weg. Es ist nicht immer leicht zu sagen, hier habe ich einen Fehler gemacht, aber es hilft nichts. Das muss man zugeben. Wäre schon fast was für unsere Schlussrunde, aber da sind wir noch nicht ganz. Rainer. Nachdem ich erst so ruhig war und dann in den Redeschwall gekommen bin, versuche ich jetzt einen Mittelweg. Weil du nach Strukturen gefragt hast und was machen wir, wenn wir uns verrannt haben, ich sage mal unbeabsichtigt, sexistisch gewesen sind. Ich habe in einer Lerngruppe mal eine Frage gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Thema es war. Und jeder hatte eine Postkarte, also so ein DIN A6. Und also sagen wir mal, sollen homosexuelle Paare heiraten dürfen? Und dann musstest du erstens ja oder nein und darunter ein paar Argumente. Und dann wurden die Karten alle in die Mitte in einen Hut getan und du hast eine fremde Karte rausgezogen. Und die Diskussion war dann also nicht mit deinen eigenen Argumenten, sondern mit fremden Argumenten, die also andere aufgeschrieben haben. Und das hat sehr stark dazu geführt, dass die Menschen gesagt haben, also ich versuche das zu vertreten, was diese Karte da gerade sagt, was nicht meine Meinung ist. Und plötzlich war das auch plausibel. Und wir haben dann anders diskutiert und plötzlich hatten wir Verständnis für eine andere Kontra oder Pro. Und das bei uns hat das dazu geführt, ja, wir lernen. Vielleicht, wir haben immer das Gefühl, wir wüssten ja sowieso Bescheid und wir hätten recht. Und in Wirklichkeit brauchen wir die Offenheit zu sagen, vielleicht hat der andere ja recht. Und das zu üben als eine Kultur, halte ich für wichtig. Ja, genau. Wieder ein Plädoyer, den Standort zu wechseln, die Sichtweise zu wechseln und so. Ich kann übrigens, wenn ich darf, als kleine Fußnote, warum habe ich nicht gesagt, dass du keine, ne, nur so kleine Arme hast und so? Warum habe ich das nicht gesagt? Weil ich seit 20 Jahren Veranstaltungen mit Menschen mit Behinderung moderiere. Und in den ersten Jahren sind immer irgendwelche Teilnehmerinnen aufgestanden und haben mich ausgeschimpft. Welche Worte ich benutze, was ich dies mache, wie ich das mache und so. Und tatsächlich hat das was bewirkt. Und als ich mich hier vorbereitet habe, habe ich gedacht, wieso ist das wichtig, ob der Rainer lange, kurze, dicke, dünne Arme hat? Warum ist das wichtig? Ja, gar nicht. Weil wenn wir sagen, wir reden nicht von Behinderten, sondern wenn überhaupt von Menschen mit Behinderung. Also ne, behinderte Menschen haben mir immer gesagt, sie wollen nicht darauf reduziert werden. Dann kann ich sie auch weglassen. So, dann braucht es auch keinen Mensch. Also dass da auch so tatsächlich lernen, Effekte, wodurch auch immer angestoßen, stattfinden. Wir sind noch so ein bisschen in dieser Empowerment-Runde, muss ich sagen. Ich will noch nicht ganz zu den individuellen Tipps und Tricks gehen. Ich will uns noch nicht so ganz aus den Strukturfragen loslassen. Jakob, hast du noch eine von denen, die wir uns so überlegt haben, wo du sagst, die würde ich jetzt gerne noch diskutiert wissen? Ja, ich würde die Kerstin gerne fragen. Du bist auf Social Media sehr aktiv und gerade Instagram tut sich in den letzten Jahren ja immer mehr damit hervor, dass es da so kleine Stories gibt, die man auch dann selber in der Story teilen kann und dass es da so kleine, ich würde sagen, Awareness-Bubbles gibt oder irgendwie auch Leute, die da wirklich gute Bildungsarbeit machen. Also da kann man, ich finde, wirklich viele tolle Inhalte davon kriegen. Und was denkst du, wie könnte man es denn schaffen, dass man gleichzeitig bei solchen Inhalten den Hass und die Häme, die damit mitkommt, ein bisschen reduziert? Was würdest du dir für Maßnahmen wünschen, dass du nicht damit konfrontiert werden würdest, obwohl du so aktiv bist? Also das ist wirklich ein Ding, was schwer zu machen ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass man auch sich weiterbildet im Umgang mit Social Media, dass man das eben nicht so verkürzt, sondern dass man dort auch eine Debattenkultur wie in anderen Foren hat. Also wenn man sich
face-to-face begegnet zum Beispiel, da redet man ganz anders, das ist wirklich so. Aber ich denke, man darf auch nicht sich zurückziehen an der Stelle. Ich habe das sehr bewusst gemacht, weil ich habe eben gemerkt, dass es nicht so einfach ist, mit jüngeren Menschen in Austausch zu kommen. Ich gehe zwar mal an Schulen, wenn ich darf, oft wird das gar nicht erlaubt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Und deshalb habe ich eben dieses Medium gewählt. Facebook, sagt man ja, ist was für Oma und Opa, ist vielleicht wirklich so. Auf Instagram, da kommuniziere ich auch mit meiner Enkeltochter und ihren Klassenkameraden. Also das ist wirklich, man erreicht dadurch junge Menschen. Und alleine schon das Gespräch darüber, das finde ich, ist wichtig. Und wenn man auch versucht, nicht so kurz angebunden darauf wieder zu reagieren, was andere einem vorgeben, setzt man auch Beispiele, wie man eben anders kommunizieren kann. Und das wünschte ich mir eben, dass man mit Bildungsarbeit, aber das muss nicht so vordergründig erkennbar sein, sondern eben durch das Befassen mit bestimmten Dingen auch einen bestimmten Wert am Ende im Denken erzielt. Und das gelingt uns öfter mal. Ich sage jetzt uns, weil ich muss mal sagen, dass ich das nicht ganz alleine mache auf Instagram. Ich habe noch einen Mitarbeiter, noch einen sehr jungen Mitarbeiter, der mir dabei hilft, weil ich eben auch schon manchmal nicht die richtigen Worte finde, die auch bei den jungen Menschen tatsächlich geläufig sind. Ich habe eben schon mit 63 Jahren auch schon eben meinen Lebensweg hinter mir und da ist eben auch schon einiges, was vielleicht nicht gut ist, wenn ich das dann dort hineinschreibe. Deshalb hilft er mir dabei und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Aber ich glaube, das Wichtigste, was immer wieder für mich dort im Vordergrund steht, ist, dass man die Botschaften, die einem wichtig sind, immer und immer wieder sagt, weil ich denke, das ist, man darf sich da nicht zurückziehen, also nicht klein beigeben, wenn andere anderer Meinung sind. Und ich hoffe, dass ich damit auch ein bisschen Leute erreiche, darüber nachzudenken, was sie dort gesagt haben. Und manchmal spüre ich das, da freue ich mich immer riesig drüber. Julia, hast du noch was für uns im Köcher, bevor wir so langsam, aber sicher so in die Schlussrunde reinrobben? Und der Rainer hat die Hand noch oben, aber das glaube ich noch von vorhin, ne? Es kamen noch ein paar Kommentare zu dem Thema von vorhin, zur Bildung. Ich glaube, weil wir einfach zeitverzögert auf YouTube sind. Genau, und dann kam noch eine Frage zum Titel der Veranstaltung. Das würde jemanden näher interessieren, was denn die Bedeutung, also was das Konzept Utopie für Bedeutung für uns hat. Das ist so ein bisschen das, was wir in der Anfangsrunde gemacht haben. Vielleicht ist da jemand noch dazugekommen. Dann schlage ich mal vor. Ich habe noch eine Frage, die mir irgendwie gerade so, die ich interessant finde. Und zwar, hat es auch schon was mit den Tipps gleich zu tun, aber auch irgendwie mit der Herausforderung. Und zwar, wie geht man denn damit um, wenn Personen aus dem Umfeld, also Familie, FreundInnen und so weiter, Diskriminierung reproduzieren? Also wenn ich selber mitbekomme quasi, dass jetzt meine Freundin, mit der ich gerade unterwegs bin, irgendwie was Diskriminierendes sagt oder macht oder was auch immer, weil das ja doch manchmal echt eine Herausforderung ist, dann darauf zu reagieren. Von wem hättest du denn gerne eine Antwort? Gute Frage, am liebsten von allen. Dann wollen wir den mal testen, ob die alle kurz können. Wir wollen mal gucken, wir haben ja viel Raum gegeben. Ben, also, vielleicht magst du anfangen? Oder so. Ja. Also ich würde solche Sachen nie im Raum stehen lassen, auch auf die Gefahr hin, dass eventuell die Freundschaft oder die Bekanntschaft einen kleinen, es ist wie so eine Vase, so, dass ein kleiner Knacks kommt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, bei solchen Situationen zu intervenieren. Es besteht eben auch die Chance, dass man vielleicht, wenn man die richtigen Argumente dabei hat, die Person aware macht für diese Problematik und dadurch würde diese Person auch umdenken und halt eben auch in anderen Situationen diese Formen von Diskriminierung nicht weiter reproduzieren.
Und damit wäre ja auf jeden Fall auch schon ein Stück weit gewonnen. Und man kann auch die Hoffnung haben, dass die Person vielleicht auch selber irgendwann sagt, stimmt, ich habe das all die Jahre gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt verstehe ich das, jetzt habe ich die Empathielücke geschlossen und eventuell bei dem Nächsten, der das vielleicht auch in ihrer Gegenwart reproduziert, wird sie vielleicht eventuell intervenieren. Also ich würde das aus meiner Sicht niemals im Raum stehen lassen, auch nicht in der Familie. Ja, also kann immer mal passieren, irgendein Onkel sagt irgendwas Dummes am Tisch, ja, reingehen, intervenieren, sachlich die Sache erklären, warum das nicht cool ist, auch wenn vielleicht der Diskriminierte, die diskriminierte Gruppe gerade nicht da ist, ja, das denken ja viele, ach, hat doch keinen verletzt, der Schwarze ist ja nicht da oder ist ja kein Jude im Raum, ja, oder ist ja kein Mensch mit Behinderungen da, ja. Nee, das ist nicht relevant, ob jemand da ist oder nicht da ist, die Sprache ist verletzend. Und die gehört halt einfach nicht ins 21. Jahrhundert unter Menschen, die, sage ich mal, auf der Höhe unserer geistigen Entwicklung sein sollten. So würde ich das sehen. Kerstin, Rainer, mögt ihr das noch ergänzen? Ich hätte beinahe gesagt, Ladies first, ohne zu wissen, ob das positiv diskriminierend ist. Nein, danke schön, lieber Rainer. Ich kann das eigentlich nur unterstreichen, was Ben gesagt hat. Wenn es auch manchmal schwerfällt und ich weiß, wenn man Familienangehörigen da auch widersprechen muss oder einem Freund, das fällt einem nicht leicht. Aber wenn man bestimmte Auffassungen hat, dann muss man da auch konsequent dazu stehen und muss dem anderen das sagen. Nur so, wenn wir das konsequent machen, dann haben wir auch schon viel gewonnen. Dann sind viele Menschen gezwungen, darüber nachzudenken, was sie gesagt haben. Und das ist auch etwas, was mich in unserer Gesellschaft so erschüttert, dass eben vieles einfach hingenommen wird, dass man Kopf vielleicht noch nach unten nimmt, aber auch eben nicht dagegen einschreitet, wenn es Rassismus gibt. Das habe ich an vielen Fällen festgestellt oder anderen despektierlichen Bemerkungen, also wo man Menschen verletzt, das will ich mal ganz weit sagen, da das tut mir persönlich weh und da müssen wir was tun, deshalb müssen wir da auch ganz konsequent sagen, nee, bis hierhin, aber nicht weiter. Ich bringe ein bisschen Fleisch an die Sache, weil ich das vor kurzem erlebt habe, ein mir seit Jahren bekannter, netter Mensch, postet auf WhatsApp im Status permanent sozusagen sehr lustige, die Grünen schlecht aussehen lassende Scherze, wie auch immer. Und irgendwann fand ich, hatte er den Bogen überspannt, denn es gab ein Nacktbild von Annalena Baerbock, also natürlich eine Fotomontage, mit einem sehr verachtenden Spruch drunter. Und dann habe ich den Menschen angeschrieben und habe gesagt, also hi, ich weiß gar nicht über deine politische Einstellung und ich habe aber gesehen, viele lustige Sachen. Nur das geht meines Erachtens zu weit, weil das ist eine junge Mutter, die hat zwei Kinder. Und generell, selbst wenn es keine junge Mutter wäre, du möchtest vermutlich ein solches Foto nicht von deiner Frau und ich auch nicht von meiner sehen. Und deswegen finde ich, das ist tatsächlich nur eine bloße Beleidigung und keine Meinung. Und daraufhin hat er das ausgenommen und hat gesagt, ja, stimmt. Und ich habe gesagt, ansonsten freue ich mich, wenn du mehr Argumente und weniger einfach platte Dinge raushaust. Und er hat gesagt, ja, ich will auch gar nicht AfD wählen, aber nicht alle AfD sind Nazis und so weiter, sage ich, das stimmt, aber viele. Aber da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Hauptsache, du bleibst auf dem Boden des demokratischen Gespräches. Und das, glaube ich, Entscheidende ist, hätte ich diesen Post angefangen, ey, du Arsch, was soll denn dieser Scheiß, den du da über Annalena Baerbock postest, wäre der Dialog sofort abgerissen. Wir hätten einander bekämpft. Ich weiß, dass es Leute gibt, die auch mit Politikern so reden, dass sie sagen, sie sind auf der Argumentationsebene nicht ansprechbar. Es haben viele Politiker probiert und die wurden nur ausgebuht und niedergeschrien. Dann muss ich auch sagen, okay, ich bin für jeden Dialog bereit. Wenn du nicht willst, muss ich mir diese Hetze nicht antun. Julia, hast du für unsere Schlussrunde noch etwas aus dem Chat, was wir noch einfließen lassen sollten, bevor wir dann so langsam... Ja, und zwar wurde hier noch eine Frage reingeschrieben.
wie man denn am besten jetzt anschließend zu der anderen Frage quasi, wie man am besten denn so Gespräche anfangen kann, weil ja jemand das Gefühl hat, dass ja oft sensible, komplizierte, emotionale Themen immer gerne sehr kurz und knapp besprochen werden wollen. Also dass quasi, wenn da eine Frage ist, dass man das immer kurz und knapp beantwortet und die Person einfach das Gefühl hat, dass es manchmal gar nicht machbar ist, auf so komplexe Fragen so zu antworten. Genau, dann kam ja auch noch wieder Zustimmung quasi, dass es eben nicht so leicht ist. Warte mal, dann arbeiten wir das mal kurz durch. Hat da jemand eine Idee dazu, zu dieser Frage? Also ich habe die jetzt nicht ganz verstanden. Ist die Frage so gemeint, dass wie man interveniert, wie man sozusagen richtig die richtigen Worte findet, um die Intervention zu machen? Ist das so verstanden? Ich glaube, das hängt super sehr davon ab, wie gut man die Person kennt. Was hat man mit der Person für eine Beziehung? Das sind halt auch noch, glaube ich, Faktoren, die, wo man ein gewisses Fingerspitzengefühl braucht. Aber ich glaube, wenn da zum Beispiel jemand irgendwelche Verschwörungsmythen oder so etwas reproduziert. Gerade jetzt beim Thema Corona hatte ich genug Leute in meinem Bekanntenkreis, wo ich auf einmal dachte, echt jetzt? Teilst du jetzt echt irgend so ein Typ, der ja nicht umsonst 3 Jahre oder weiß ich wie lange eben nicht mehr irgendwie Arzt ist, weil er gewisse verrückte Ansichten bekommen hat? Ich würde versuchen zu sagen, du hast das so das gesagt oder das und das reproduziert. Hast du eine Quelle dafür, eine irgendwie was Seriöses? Und warum machst du das? Was möchtest du damit bewirken? Was möchtest du damit bezwecken? Ja, ich glaube, wenn man da so vorsichtig nachhakt, wird man schon oft feststellen, nicht bei allen, aber bei vielen, glaube ich, dass sie, wenn sie was geteilt, dass es eigentlich sich um Halbwissen handelt. Und Halbwissen ist immer ein sehr mit Vorsicht zu genießendes, mit Vorsicht zu genießende Zutat. Und meistens, bei mir zumindest war das so, ab dem Moment, wo sie das verstanden haben, dass sie da Halbwissen teilen, oder unbelegte Sachen teilen, dann wurden sie schon von alleine dann viel vorsichtiger damit. Wenn man aber jetzt Leute hat, die so ein bisschen, ich würde sagen, so überzeugter mit diesen Sachen sind und vielleicht richtige, regelrechte Fake News als echte Quellen angeben und dann, wenn man nachhakt und sagen, ja, nee, musst du selber recherchieren, dann muss man halt auch manchmal so straight sein, also straight, so gerade heraus sein und wirklich auch sagen, ey, vielleicht reden wir da nochmal in, keine Ahnung, 2 Wochen oder so darüber, wenn du vielleicht nicht so emotionalisiert bist. Aber das, was du hier gerade geteilt hast, was du da gerade gesagt hast, ist nicht in Ordnung und das ist eine Reproduktion von Fake News, würde ich machen. Ich sag mal, Julia, bevor du noch uns vielleicht noch ein paar Dinge aus dem Chat reintragen kannst, so nur der Transparenz halber, wir haben uns so bis maximal 7:45 gegeben, bis maximal. Ich denke, dann haben auch alle quadratische Augen wahrscheinlich oder runde oder wie auch immer. Also deswegen, das ist so unser Zeitpunkt nach hinten. Hast du noch was, Julia, aus dem Chat? Dann mache ich es kurz und knapp. Und zwar hatte ich ja reingefragt, ob unsere ZuschauerInnen konkrete Tipps für den Alltag haben. Und da wurde auf jeden Fall oft auch reingeschrieben, eben freundlich, aber bestimmt der Person klarzumachen, dass Dinge verletzend sein können. Dann fand ich hier noch einen guten Kommentar auch, dass man die eigene Meinung quasi entschieden vertreten muss und dass man damit ins Gespräch kommt und versucht, etwas zu ändern. Witzig auch, Reinhard geschrieben, humorvoll. Also man könnte auch einfach sagen, ich rieche ein Vorurteil. Genau. Das war jetzt so zusammengefasst. Das werde ich mir merken. Ich rieche ein Vorurteil. Das ist wirklich, das bringt einen gleich zum Lachen. Das ist wirklich gut. Da muss ich wirklich applaudieren hier. Das ist wirklich toll. Ich rieche ein Vorurteil. Die spannende Frage ist ja auch, kann man vielleicht sogar sowas sogar lernen? Das bringt mich so zu der Frage, ne? Man ist ja immer sehr ernst ganz schnell. Es sind ja auch ernste Themen. Wenn ich an den Anfang zurückgehe, Ben, wie du erzählt hast, was das mit dem so gemacht hat, das ist ernst. Das ist erstmal nichts zum Lachen. Und gleichzeitig denke ich genau das. Manchmal muss man gerade in so ernste Themen vielleicht auch mal so reingehen. Oder Rainer, kann man das lernen? Ich meine, du hast das, du machst das rauf und runter. Also man kann es lernen, man kann ja mal Impro-Theater spielen. Wenn jetzt, es gibt ein paar so
Standardwitze. Also natürlich machst du Witze über Blondinen und über Türken. Also aber nicht hier. Witze und wie auch immer. Nee, und dann hin und wieder einfach mal zu sagen, der war echt gut, jetzt hätte ich gerne mal einen deutschen Witz. Und dann, hä? Ja, sag ich, ein Witz auf Kosten von Deutschen. Und wenn die dann nicht kennen, sage ich, naja, das ist ja ein bisschen blöd. Also, weil Humor ist ja erstmal, man muss über sich selber lachen. Ich sage, und wenn du das in Anspruch nimmst, dass du über andere Leute Witze machst, also natürlich kann ich einen Macho-Witz machen, aber ich muss auch über mich einen machen können. Und ja, ich versuche tatsächlich immer freundlich zu sein und manchmal natürlich dann auch mit Humor dem Spiegel vorzuhalten und sagen, interessantes Frauenbild hast du da. Ich schätze 1850 oder so, Südstaaten, Amerika, hat das noch was mit Sklaven zu tun oder sind wir schon in der Aufklärung oder irgend sowas. Also damit die Leute, also die Irritation, die du auslöst, bringt ja den ersten Mal so, was will der eigentlich? Und in dem Moment bin ich eben nicht betroffen, sondern als Schlagfertiger stehe ich dann über dem. Und das aber nicht arrogant zu machen, sondern zu sagen, naja, komm, ich wollte dich nur ein bisschen foppen, für mich war der ein bisschen grenzwertig, der Scherz. Dann bist du direkt in der Ebene, wo du den Kontakt zu dem anderen nicht verloren hast. Wie gesagt, wenn der andere nicht, und die Menschen gibt es, das ist für mich die Grenze. Es gibt Leute, die wollen einfach nur Hass, Krakeelen, destruktiv sein. Denen liegt nichts daran. Und dann, das überlasse ich Tiefenpsychologen, wie die so geworden sind, wie auch immer. Aber wir waren ja bei der Utopie. Ich glaube tatsächlich, ganz viel Hass entsteht durch Entwertung. Also wenn jetzt, natürlich auch politisch durch Macht einfach, also der letzte Israel-Krieg da, ne, die Lebenssituation der Leute, die ist da einfach schlecht. Das waren aber Hamas-Führer, die irgendwann gesagt haben, könnte ein strategischer Vorteil sein, jetzt mal wieder ein paar Raketen zu schießen, hau mich blau, ich weiß es nicht. Aber ich so in der 1-zu-1-Kommunikation, es gibt Menschen, die sind einfach unglaublich verbittert und die hassen die Gesellschaft, die hassen die Kanzlerin, die fühlen sich entwertet, wie auch immer. Und ich glaube, dass wir eine Gesellschaft bauen müssen, wo Menschen, und vermutlich je früher es beginnt, in der Kita, in der Schule, wie auch immer, merken, ich bin mit meiner Besonderheit, ich komme aus einem Milieu, meine Eltern sind Hartz-IVler und so weiter. Natürlich gibt es auch Milieuprobleme, aber weil die Menschen eben, glaube ich, relativ häufig eine ähnliche Entwertungserfahrung gemacht haben. Und das ist für mich, ich wiederhole meinen Anfang, glaube ich, der Schlüssel, um in irgendeiner Form Destruktivität und Hass und Rassismus und ja, all diese hässlichen Phänomene irgendwie mal zu bekämpfen. Das ist ja schon fast ein Schlusswort hier, Mensch. Ja, ich hätte auch beinahe schon Amen gesagt. Ja. Also wir brauchen eine Vision. Wir müssen glauben. Ben, was sagst du denn, wenn der Rainer Amen sagt, was sagst du denn dann? Amen? Wenn der Rainer Amen sagen will, als Schlusswort hier. Also bei dem Wort Amen denke ich natürlich immer an das Schluss eines Gebets und an nichts anderes. Genau. Auch wenn das natürlich, ja, genau. Ich bin Pfarrer, deswegen. Genau. Du sagst auch Amen. Natürlich, ja. Amen bedeutet Zustimmung. So ist es. Im Hebräischen, ja, ich weiß. Vielleicht noch tatsächlich, weil ich wollte den Rainer nicht an der Stelle den Schlusspunkt setzen lassen, sondern euch beiden auch gerne noch mal hören. Wir verquicken ja gerade diese sozusagen den Endspurt mit den, einerseits mit der Vision und andererseits mit den konkreten Tipps. Habt ihr beiden denn noch, Ben und Kerstin, noch so ein, also Humor haben wir jetzt gerade schon aufgemacht und habe schon auch gesehen, das wird finden auch die Leute, die uns zuhören auch gut. Noch so ein, zwei Tipps mehr, wo ihr sagt, so ganz praktische Tipps für den Alltag würde ich euch gerne noch mitgeben. Mach ich. Okay. Ja, also ich finde, auch der Rainer hat das eben gesagt, also diese Empathie, der Perspektivwechsel, die eigene Reflexion, das, glaube ich, sind so die Schlüssel, dass wir unsere Gesellschaft irgendwann diskriminierungsfrei bekommen. Je früher, umso besser sollte man das halt auch den Leuten beibringen. Und eine Sache wollte ich noch an Schluss setzen, weil wir haben gerade
über so viele schöne neue Fächer gesprochen, die man in der Schule haben sollte. Ich wäre voll dafür. Aber das würde auch gleichzeitig bedeuten, manche andere Fächer müssten wegfallen wahrscheinlich. Ja? Und zwar einfach, was ich gerade in dieser Zeit unfassbar wichtig finde, ist Medienkompetenz. Medienkompetenz ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil so viele Fake News und auf Fake News basieren, ganz besonders im Antisemitismus, viele Vorstellungen, Lügen und Mythen über Juden, die dann am Ende zu Diskriminierung führen. Damit die Schüler und die Menschen erkennen, okay, das ist hier eine Quelle, die will mich manipulieren, die möchte mich aufladen, aufhetzen mit antisemitischer Propaganda, antisemitischen Vorstellungen, dass man lernt, das zu identifizieren. Das, glaube ich, würde auch sehr helfen in einer antisemitismusbezogen diskriminierungsfreieren Gesellschaft. Ja, also dem kann man gar nicht mehr viel hinzufügen. Bildung haben wir gelernt, Humor, sich in den anderen hineinversetzen, die Perspektive zu wechseln. Und ich möchte noch was ergänzen. Gemeinsame schöne Erlebnisse, das sind auch Möglichkeiten, der Austausch, sich begegnen, miteinander zu reden, das baut wirklich Vorurteile ab. Das wünsche ich mir, dass viele Kinder auch eben sich schon frühzeitig begegnen über verschiedenste Grenzen hinweg. Merkt man ja bei Inklusionsschulen, dass funktioniert so einwandfrei, wenn die Kinder dann miteinander umgehen. Da staunt man, ist begeistert, weil sie lernen damit, sich in andere hineinzuversetzen. Sie lernen Empathie, Hilfe anderen geben. Ja, so ein bisschen Solidarität im Kleinen. Also eine gute Sache. Ja. Julia hat die Hand oben. Ich habe eine Frage, die ich jetzt auf jeden Fall noch stellen wollte an Kerstin. Und zwar frage ich mich manchmal, wie kann man denn lernen, sich selbst zu reflektieren? Manche Menschen können das ja schon von sich aus einfach super gut und andere vielleicht eher weniger gut. Was gibt es denn da für Tipps quasi, sich selbst zu reflektieren und selbst zu überlegen, okay, Mist, so. Also ich glaube, das Wichtigste ist, Menschen um sich herum zu haben, die einem nicht blind folgen, sondern eben auch mit einem selbst das diskutieren, was wir machen. Also Familie, das geht ja schon los bei den Eltern, die an den Kindern die zielführende Kritik üben, also sie sanft dahin bringen, dass sie eben auch selbst sich hinterfragen oder eben selbstkritisch mit dem umgehen, was sie machen. Aber auch Freunde, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin ja in einer Partei, auch sehr viele Mitstreiter über lange Zeit. Und ich bin wirklich immer dankbar, wenn sie mir sagen, also hier hast du dich vergaloppiert, guck mal nochmal zurück. Und je mehr man die Menschen schätzt, die einem das sagen, umso mehr hört man dann auch hin und sagt, oh ja, hier hast du wirklich falsch gelegen. Das kommt vor, aber das ist auch menschlich, finde ich. Aber die sich dann wieder zu korrigieren, das ist auch schon nicht immer einfach, aber kann auch viel Gewinn bringen bei sich selber, aber auch bei dem Partner, mit dem man da diskutiert hat. Ich würde sagen, wir setzen hier einen Schlusspunkt. Weil wir könnten wahrscheinlich noch viel mehr besprechen, nochmal im Grunde fast noch mal wieder von vorne anfangen und wir würden wahrscheinlich noch viel mehr zusammentragen, aber dann fallen wir alle irgendwann gleich um an diesen Rechnern. Jakob, ich habe so viel geredet als Moderatorin. Ich hoffe, ich habe dich nicht platt moderiert. Vielleicht möchtest du das Schlusswort sprechen. Mir bleibt da nicht viel hinzuzufügen. Also ich bin euch allen sehr dankbar, dass ihr heute bei uns wart. Das war wirklich sehr inspirierend. Sehr spannend. Ich hoffe, alle da draußen konnten da auch was davon mitnehmen. Ich finde, das war ein richtig gelungener Auftakt für unsere Woche. Mir bleibt nur hinzuzufügen, auf unsere Website zu gehen, auf diesen YouTube-Kanal, sich die Videos anzuschauen, von diesem Jahr vor allem, gerne auch von letztem Jahr, sich für die Veranstaltung anzumelden, dabei zu bleiben. Und ich denke, wir können hier gute Fortschritte machen in dem Thema, das wir heute besprochen haben, wenn wir damit alle so umgehen, wie wir es tun und uns weiter kritisch selbst reflektieren. Und uns über uns lachen. Genau. Über alle anderen. Ich bin ein Vorurteil. Dankeschön.
Ich sage einfach danke auch. Danke auch. Danke an alle, die uns auf YouTube danke. Gehört haben. Viel Erfolg weiterhin. Tschüss. Dankeschön, auch von mir. Ja. Danke. Tschüss. Tschüss.